Ich hoffe, sind wir jetzt live. Das ist gut. Damit meine Lieben, die uns zuschauen und zuhören. Ja, oh, die Musik fehlt. Wir haben nämlich, heute sind mehrere Sachen. Ganz entspannt. Und wir haben ein Bit voll. Ich glaube, da oben steht's. Wir haben ein Byte voll, ja genau. Es ist das 8-Bit-Gespräch und 8-Bit sind ein Byte. Das erinnert mich, da wir ja auch vielleicht noch kurz über Prüfungen sprechen werden, an eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle, die auch in einer mündlichen Prüfung passiert ist. Nicht bei mir, aber ein Kollege hat es mir zugetragen. Ich nehme mal an, dass sie sich tatsächlich so zugetragen hat. Und zwar ging es irgendwie um ISDN früher, du erinnerst dich, das war so dieses schon relativ schnelle, aber doch dann im Vergleich zu heute doch noch sehr langsam Internet. Und das hatte eine Datenrate von 64 Kilobit. Ja, keine Chance. Ich höre Kilobit und ich bin raus. Und der Prüfling sollte das in wie viel Kilobyte das pro Sekunde sind umrechnen. Mhm. Und hat gesagt, das kann er nicht, dafür braucht er einen Taschenrechner. Okay. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und am Ende hieß es, ja, aber sie müssen doch einfach nur durch 8 teilen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, er probiert es mal und dann dauert das einen Moment und dann hat er gesagt, ich habe es jetzt, 0,8. Wir mussten tatsächlich selbst in der Masterklausur, also nicht einfach nur umrechnen, da ging es darum, wie lange braucht das, also einfach um Gefühl für Peter und Zeta und wie auch immer Bytes zu bekommen, wie viele Tage und Stunden dauert das. Bisschen schade. Ich meine, selbst wenn man kompliziert denkt, könnte man ja sagen, okay, dann nimm's mal 0,125, was ja so das Gleiche sein sollte, aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch noch irgendwie so Kibibyte? Also es gibt ja so Zwischenstufen, so ein bisschen wie... Ne, es gibt so, das ist, glaube ich, wegen dieser ominösen Umrechnung, dass es eben keine, ne, ein Kilobyte sind ja 1024 Byte und eben komisch. Nicht 1000. Und dann sind da sind glaube ich ein Kilo und ein Kibi, das ist eben die 1000 versus 1024. Ja, das ist irgendwie, aber wir haben auf jeden Fall jetzt den, genau, den 7. Und die Frage ist vor allem, bevor wir dann gleich wirklich mit hier richtig Content anfangen, machen wir es unwissenschaftlich und sagen, wir sind in der Folge 7 Byte ein Bit? Also du weißt, worauf ich hinaus will. Also wir machen das. Ich meine, so viele Einheiten to choose from. Also man könnte es in Hexadezimal machen. Man könnte es einfach rein binär machen. Also 00. Das ist die Frage, von links nach rechts oder rechts nach links? 1000. So. In jedem Fall, schön, dass ihr da seid. Wir wollen über drei Sachen sprechen. Und die dritte Sache oder die erste Sache hat Matthias einfach ganz sneaky in die Ankündigung heute einfach reingeschrieben, dass wir schon wieder, oh mein Gott. Du willst anscheinend schon wieder über Proctored Exams reden, aber let's go. Proctored Exams on the table. Untertitel? Ist einfach nur die Frage, wie viele Seiten zur Beschreibung einer Prüfung in einem Modul? Ja. Ich weiß nicht, wie lange die Prüfung geht. Ich nehme mal an 90 Minuten, 2 Stunden oder so. Wie viele Seiten findest du, okay, du bist jetzt Student, du hast jetzt irgendwie dieses Modul belegt und du musst jetzt dann Online-Prüfungen machen in diesem Fach und dafür wird dir vorher eine Handreichung zugeschickt, eine PDF-Datei mit so, wo so ein paar Hinweise drinstehen, was du beachten müsstest, solltest, dürftest während der Prüfung, richtig als Student, als Studentin auf der sicheren Seite zu sein. Wie viele Seiten würdest du sagen, sind okay aus deiner Sicht? Das Ding ist, ich habe sowohl schon so eine Handreichung, ich meine, die Frage ist, wie groß ist so eine Hand, so geschrieben als Tutor. Ich habe auch schon welche gelesen. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Deswegen sage ich, ehrlich, Antwort, 2, 2,5. Aber nicht so dicht geschriebene 2 Seiten, vielleicht 3 mit Bildern, so mit für die Leute mit Supportbedarf. Und als Ingenieur, ich darf jetzt natürlich keine konkreten Sachen. Ja, ist okay. Aber als Ingenieur kann ich sagen, das, was ich gesehen habe, was mir zugespielt wurde, liegt eine Größenordnung drüber. Also 30? Ja, also das, was du gesagt hast, mal Faktor 10, ja. Oh Gott, also 20 bis 3. Zur Erklärung, was man vorher machen soll. Also einloggen, wahrscheinlich irgendwie so ein Absatz zu, wir verklagen dich auf alles, was du hast und bist, wenn du... Okay, oh Gott. Ich finde,
Und es ist auch ein bisschen wie so ein IKEA, ist wie so eine IKEA-Anleitung, was du dir bauen musst, um als visierten Smartphone-Halter und wie du deine Wohnung neu einrichten und gestalten musst. Ich meine, man muss echt immer ein bisschen aufpassen, was man sozusagen über wen sagt, weil ich meine, irgendwie mit zwei Klicks ist das wahrscheinlich klar und bekommt man irgendwie auch raus. Aber deswegen versuche ich das ja immer so ein bisschen zu generalisieren und so. Also man versucht sich, selbst wenn man über so Themen spricht, nicht allzu angreifbar zu machen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich nur so Übervorsichtigkeit. Kurzum, es zeigt immer so ein bisschen, welches Menschenbild mitschwingt, wenn man in die eine oder auch in die andere Richtung geht und 20 bis 30 Seiten. Also ich meine, ich will jetzt meinen Kommilitonen und, kann man das gendern? Den Studierenden zu nahe treten. Aber wir lesen halt schon zwei Seiten nicht richtig. Also aus Erfahrung. Einfach aus Erfahrung. Und 20 halt, also Wäre spannend. Also ich nehme an, nee, das Skript der zugehörigen Lehrveranstaltung wird schon noch ein paar mehr Seiten haben, aber das ist okay, ja. Da liegt, also das wäre jetzt vielleicht nochmal eine Größenordnung drüber, ja, aber wenn man das jetzt so anschauen würde, wär die Handreichung zur Prüfung, wäre schon wahrscheinlich ein nicht schlankes Kapitel aus dem Skript. Das ist bitter. Wäre jetzt spannend, so, es gibt doch immer so diese Fake-IKEA-Anleitung, weißt du, wie man das irgendwie so Ja. Mit so einem schwedisch klingenden Namen, der aber irgendwie dann doch Prüfung heißt oder sowas. Prüfung. Hat IKEA nicht für jedes Land wirklich quasi, also Linguisten, die gucken, dass die Anleitung und die Namen nur skandinavisch oder schwedisch klingen für unsere Verhältnisse? Ja. Genau, so Inga Lindström-mäßig halt so. Ne? Aber ich habe mich mit Studierenden darüber unterhalten, über diese Prüfung. Und habe gehört, dass, da stehen doch schon so ein paar Sachen drin, die auch jetzt die Studierenden nicht so wahnsinnig toll finden. Also wie, du musst deine halbe Wohnung umräumen, um die einigermaßen prüfungskompatibel zu machen. Mhm. Aber ansonsten sieht es aus studentischer Sicht jetzt gar nicht so wahnsinnig unbeliebt aus, diese Prüfung, weil durch diesen ganzen Proctoring-Klimbim das wohl, ein relativ erwartbares Aufgabenformat ist, was dann da stattfindet. Das heißt, sie haben sich so eingegrenzt, dass irgendwie klar ist, was nicht drankommen kann. Einfach im Vergleich zu dem, wenn man jetzt in der Altklausurensammlung des Fachschaftsrates sucht zu dem Fach und sich da halt so die letzten 5 Jahre bis 15 Jahre oder so anschaut, dann hat man vermutlich schon einen recht guten Prädiktor dafür, wie das halt in diesem Jahr aussehen wird. Mhm. Und das war jetzt in ganz vielen anderen Fächern, also vielleicht bei uns mal die Grundlagen der Elektrotechnik ausgenommen, aber also was ich so gehört habe, war das jetzt eben in ganz vielen anderen Fächern so, dass man ist zur Prüfung gegangen zur Online-Prüfung und hatte vorher null Ideen, was da so passiert und war dann in vielen Fällen irgendwie sehr überrascht. What? Das kommt jetzt hier dran. Und auch dass so über, also ist vielleicht der eine oder andere, der eine oder andere Prüfende etwas übertrieben hat. Ganz viel Aufgaben geben, damit die da überhaupt gar keine Zeit haben, auch nur ansatzweise irgendwas zu googeln. Und irgendwas zu lösen. Good job. Wo ganz viele Prüfungen in so ein sehr arges, oh, wir müssen jetzt mal ganz hastig, ganz schnell, ganz viel schreiben, weil sonst hat man überhaupt gar keine Chance, das irgendwie alles zu schaffen. Und ich sag mal, das kann's, das ist irgendwie natürlich auch nicht so das Mitte der Wahl. Also mit der Prämisse vielleicht schon irgendwie so 2, 3, 4 unproctored Exams in den Knochen zu haben, die auf ziemlich viel Zeitdruck, ziemlich viel Stress und ziemlich viel Aufgaben in sehr kurzer Zeit hinaus liefen, die irgendwie auch so das Gefühl von kannst du eigentlich nicht lösen, wenn du nicht dir die Klausur ausgedacht hast. Ich höre immer nur Ansätze, wo es halt echt um mit Zeit gelöst ist. Und irgendwie, das ist ein bisschen schade. Also, ich frage mich halt wirklich, auch dieses fast schon, dieser heilige Gral, eine Minute, ein Punkt, also ich kenne es auch wirklich nicht anders. Also auch wenn ich was versuche zu konzipieren oder auch als Tutor oder so, man ist wirklich so, okay, sofort klar, 90 Punkte, 90, also 90 Minuten, 90, wo das herkommt und irgendwie, also was spricht denn, natürlich, ich kann es jetzt nicht sagen, wir machen jetzt 4 Stunden Klausur, aber ja, wir reden immer, oder twittern immer hier, Kultur der Digitalität und
Der hat halt irgendwie eine Minute so gar nichts verloren. Also in meinen Augen jedenfalls. Und was mich so ein bisschen müde macht, ist, dass es halt, man hört halt oft ähnliche Ansätze und man liest viel über Alternativansätze, man liest aber wenig über echte neue praktische Ansätze. Also hier deine Generalisierung oder den Tweet, den du auch drunter gesetzt hast, der hat quasi das Gleiche gemacht, aber auf Englisch getwittert mit den Datenbank, ich glaube, es war eine Datenbankklausur vom HPI. So, und das liest man sehr selten und es sind jetzt auch irgendwie kleine Stichprobe, klar, aber es sind oft die technischen Fächer. Und dann gibt es halt viel drumrum in diesem riesigen Proctoring-Teich, über Anbieter will ich ja gar nicht reden. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt sagen, lieber, ey, wir machen Open Book, wir machen Essays, weil kann ich irgendwie schon auf Seite 2 kontrollieren, ob das was ist oder nicht. Und ja, Zeit, irgendwie Zeitdruck, Zeitstress, also ja. Naja, das vielleicht nochmal ein neuer ja. Punkt zum Thema Proctored-Exams. Ja, es hat ja im letzten Sommersemester ja aus Amerika oder aus England, irgendwie so aus dem englischsprachigen Raum, so eine Ex. Das waren nicht die Seiten, die da so frappierend waren, sondern die Wortwahl. Es war super aggressiv geschrieben. Es war so, ja, wie gesagt, wir verklagen dich auf alles, was du bist, hast und jemals sein wirst. Ja, nochmal ja, übertrieben. Aber so ein bisschen, das geht da auch so in die Richtung. Also ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie wortwörtlich draus zitieren. Schick mir das mal privat dann. Nicht vorliegen, aber also zum Beispiel, das ist auch was mir von studentischer Seite zugetragen wurde. Also wenn man das da liest, so 1:1 und umsetzt, dann ist bei dem ersten Verbindungsabbruch oder auch nur beim ersten Kameraruckeln, bist du sozusagen eigentlich raus aus der Prüfung. Krass. Ja, okay, und wie dann Taschenrechner benutzt werden sollen, ist gar nicht alles. Naja, man, das ist ja auch was, man darf sich dort da von der Seite filmen lassen. Also man darf nicht die im Computer integrierte Kamera nutzen, sondern die Kamera muss extern sein und die muss die zu prüfenden Personen von der Seite filmen, inklusive der Arbeitsmaterialien. Deswegen sage ich ja, da steht so eine IKEA-artige Anleitung auch. In welchem Abstand im Idealfall, also wo der Laptop steht. So richtig mit Skizze und so? Ja, so richtig mit Skizzen und so. So wie eine Aufbauanleitung. So Schritt 1, Schritt 2, weißt du, und auch so ein Männchen, was so. Nee, also so ist es jetzt nicht. Das wär ja noch witzig gewesen irgendwie. Das hätte ja noch Grandezza. Wenn man auch, Grandezza. Weißt, so ein Männchen ist dann. Kennst du ja bei IKEA, wenn das. Ja, ist, ja, ja. Ruf mal bei der Hotline. Ausrufezeichen. An. Genau. Ja, das wäre noch. Also ganz ehrlich, wenn es gibt ja dieses geflügelte Wort oder dieses Narrativ, hätten Studierende lieber mal irgendwie. Drei Stunden gelernt, als anstatt 2 Tage Betrugsmechanismen gebaut. An der Stelle muss ich echt sagen, hätte man mal lieber irgendwie eine realitätsnahe Klausur konzipiert, als irgendwie 20 Seiten, die muss da ja irgendjemand schreiben. Und ja, die muss auch irgendjemand schreiben, ja. Und ich meine, ja, die wird jemand lesen. Das machen hochbezahlte IngenieurInnen, ne? Also wenn du das. Das machen Doktoranden, also jetzt zwischen dir und mir. Und im Internet? Ja, aber das machen Doktoranden. Selbst die sind ja in den Ingenieurwissenschaften einigermaßen hochbezahlt. Ja. Und du kannst halt rechnen so, ich meine, wie viel schaffst du am Tag sinnvoll zu schreiben, 3-4 Seiten? Also ich meine, an diesem Dokument da hat schon jemand... Schon so eine McKinsey-Woche. Sehr gut. Ich sehe schon. Ich befürchte auch. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen inhaltsmüde. Ich glaube, Proctoring oder online digitale Prüfungen, also hier nicht nur Klausuren, die werden wiederkommen. Oder die werden bei uns und hier auf dem Bits and Byte-Teller einfach wieder liegen. Und dann bin ich einfach gespannt, ob man irgendwie jetzt in der dritten Runde was gelernt hat oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Oder mal gucken, vielleicht die Leute, die eher auf einem Pfad sind, auf einem gewissen Weg oder Pfad sind. Keine Ahnung. Deswegen. Ja, ich sag mal, was mich halt so ein bisschen ja, nervt ist, also, dass halt niemand in der Fachbereichsleitung und in der Hochschulleitung von vornherein mal den Hintern in der Hose hatte, zu sagen, wir schließen das bei uns kategorisch aus, wir möchten das nicht. Aus diesen und jenen Gründen entspricht es nicht
unseren Vorstellungen, die wir zum Beispiel mal gemeinsam im Leitbild Lehre formuliert haben. Ne? Ah, Vertrauen Leitbild und Lehre. Transparenz sind die Grundlage unserer Kommunikation. Mhm. Ja. Und da passen halt irgendwie jetzt Proctored Exams mit absurden Überwachungsfantasien und Allmachtsanwandlungen passen da irgendwie nicht dazu. Und alle haben so ein bisschen gehofft, es wird doch hoffentlich keiner so realitätsfremd sein, das zu machen. Aber doch. Doch, genau. Irgendwann kommt immer einer um die Ecke und sagt, nö, aber hier sind doch meine, ich habe jetzt hier meine Seiten geschrieben jetzt. Ja. Das ist durch. Und ja, naja. Und das ist halt das, was mich eigentlich so ein bisschen nervt. Also, das ist so, dass halt niemand von vornherein den Mut hatte, klar dagegen anzusprechen, der halt wirklich was zu sagen hat. Ja, das ist halt, aber ist es nicht, klingt jetzt irgendwie sehr, sehr nach Abreißkalender. Hört man eigentlich die Musik in der Grund, Chat? Ich höre sie, sie ist entspannt. Also ich höre es nicht, aber ich bin auch nicht im Chat. Du hörst es. Wenn du sie hörst, haben wir ein Problem. Ist auch was falsch. Das klingt jetzt ein Abreißkalender, aber jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich über die Musik nachgedacht habe. Es ist spät. Nee, es ging um die Allmachtsfantasien und die paranoide. Achso, genau, das ist so. It's a leadership thing. Also irgendwie so. Also das kann man jetzt bei den Klausuren jetzt irgendwie sagen, aber ist das nicht auch bei insgesamt, also nicht nur an der Uni, also auch einfach in Unternehmen, und ich meine, das ist jetzt auch einfach letztlich eine riesige Behörde. So einer, der halt irgendwie die Ansagen macht und sagt, okay, da ja, da nein, das sind, oder auch, ich glaube, es hätte schon gereicht, wenn man sagt, okay, das sind drei Szenarien oder das sind drei Wege, wo wir sagen, komplett Open Book, mündliche Prüfungen, so hochgradig randomisierte Tests, das 19, eine Minute, ein Punkt, AD. Und vielleicht noch eine vierte, was weiß ich, doch Laborpraktika mit super Fukushima. Also einfach nur so jetzt aus der Hüfte geschossen, vier schnelle Sachen. Dann, weil die Lebenswirklichkeiten von unterschiedlichen Fakultäten sind unterschiedlich. Das ist ja wohl klar. Und dass man einfach so ein Angebot macht und sagt, ey, hier ist so ein ganz kleines Portfolio, wo wir auch irgendwie, da hat der Syndikus mal drüber geguckt und was nicht alles. Weil rechtssicher prüfen, was ist schon rechtssicher? Also wenn einer ankommt und also von beiden Seiten mal wieder irgendwie Stress sucht, ich weiß nicht. Naja, und so dürfen es jetzt eben leider, weil, wie gesagt, aus der Leitungsebene niemand die Chuspe hatte, da mal von vornherein sowas eben auszuschließen, dürfen es jetzt die Personen in der akademischen Hierarchiekette und Nahrungskette der Akademie ausbaden, die da sowieso am allerwenigsten zu sagen haben. Und das seid ihr, liebe Studierenden. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Du bist ein Gewinner. Ja, richtig. Ja, nee, nicht richtig so. Schade so. Aber gut. Ja, und das ganze Thema, Proctoring. So. Ich würde sagen, wir kommen zu was Schönem, mein lieber Matthias. Also, die Untertitel. Ich würde sagen, wir springen. Mama, ich bereite das nebenbei schon mal vor. Wir springen einfach mal in deinen letzten Stream. Technisch vor, genau, das kann. Und du erzählst vielleicht mal, was du da gemacht hast. Ich mache ja immer noch freitags meine Sprechstunde zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Und das heißt hier noch, die wird weitergemacht. Was heißt noch? Jetzt im April fängt sie natürlich wieder richtig an, aber im Moment ist sie so ein bisschen. Ich meine, klar, die Studierenden haben jetzt die Prüfung irgendwie hinter sich und semesterfreie Zeit, und sie haben ja auch andere Prüfungen, bei denen sie sich absurd viele Seiten zur Prüfungsvorbereitung durchlesen müssen. Und will damit sagen, wir haben Besseres zu tun. Genau, genau. Und da können sie nicht natürlich in meine Sprechstunde kommen. Ja. Und deshalb probiere ich jetzt immer mal so ein paar Sachen aus und habe auf deine Empfehlung hin mal diesen Web-Captioner. Und ganz toll ist, am Anfang habe ich gesagt, der Web-Captioner, und dann hat das Rotkäppchen geschrieben. Ja. Also ich finde trotzdem, es funktioniert beeindruckend gut. Man sieht ja auch, dass er, während man spricht, das nochmal so ein bisschen nachjustiert. Absolut. Und
Naja, ich warte jetzt eigentlich so ein bisschen auf Rückmeldung von den Studis, die sagen, oh ja, finde ich gut, oder ist eigentlich irgendwie totaler Quatsch. Oder Henrik Steinwegs, auch geil. Ja, da ist Rotkäppchen, genau. Rotkäppchen? Das ist Rotkäppchen. Google. Was, ja, ja, erzähl mal, ja. Und naja, also zum Beispiel, ich glaube, ich habe die Schriftart schon kleiner gestellt. Ich habe es auch so eingestellt, dass es halt nicht nur Großbuchstaben, nicht alles nur Uppercase macht. Matthias, das ist riesig, das ist krass. Ein bisschen lesbarer ist, genau, es ist halt also immer noch riesig. Aber das ich ist schon halt so groß, wie es irgendwie original war. Ja, krass. Okay, also vielleicht so, ich meine, vielleicht spannen wir das ein bisschen größer. Es ist ja nicht nur Web-Captioning und Untertitel, es ist ja auch irgendwie so Barrierefreiheit. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Barrierefreiheit und gibt es da noch ein anderes Wort für? Franz Wergel würde jetzt sagen Studienpartizipation, weil du kriegst halt mehr Leute einfach angebunden, ja, es ist eingebunden. Also ein bisschen auch Heterogenitätssensibilität. Genau. Es ist für eine diversere Zielgruppe besser geeignet. Genau, also das ist ja durchaus so ein Ziel. Und ich bin ehrlich, ich habe das immer sehr unterschätzt oder nie beachtet, weil habe halt zum Glück irgendwie noch alle Sinne. Oh, das Snipping-Tool. Habe halt irgendwie, also andersrum, vielleicht positiv formuliert, man unterschätzt das oder ich habe es sehr unterschätzt. Wie sage ich das jetzt? Ja, so wie es ist, wenn man halt super lesen kann und irgendwie auch ich kann auch einem Video zuhören, ohne jetzt zuschauen zu müssen. Wenn man nicht in dieser Position ist, dann ist es, glaube ich, super leicht, das einfach zu übersehen und zu sagen, so, ja, komm, Barrierefreiheit. Auch zum Beispiel, ich dachte lange, PDFs wären barrierefrei. Aber wir haben ja auch mal einen längeren Tweet-Abschlag gehabt. PDF ist nicht ist gleich nicht PDF. Und ja, dann ist halt schon die Frage, wo fängt man an? Also ich glaube, dass das erst dann, also auf meiner Agenda kam es erst sehr spät. Und ich habe es auch mal wieder bei amerikanischen Kollegen gesehen aus der Streamer-Szene, die das standardmäßig haben. Also selbst die ersten Streams, ich glaube, Prof. Aheil hat es auch direkt am Anfang schon gemacht. Nicht in so einer schönen Schriftart wie du. Und ich glaube, deswegen ist es ein Baustein. Und es ist ein Baustein, den Twitch so besonders macht. Weil viele, oder manchmal fragen mich ja Leute, oder vielleicht fragen sich Leute, mich fragt man eigentlich nicht, aber ist okay. Warum jetzt, oder was machen die auch, die zwei Dudes, was machen die da jetzt auf Twitch? Und ich kann das schon verstehen, weil man hat doch so ein bisschen, man hat auch Teams, warum brauchen wir ein LMS? Ja, jedem Tool sozusagen sein Anwendungsfall. Und ich sehe hier einfach, weil Twitch hat das mittlerweile auch teilweise direkt integriert, also ich bin ja auch hier jetzt im Overlay. Und dann wäre hier an der Seite, also vielleicht noch mal ganz zu mehr Perspektive, hier an der Seite können, wenn der Streamer das wohlgemerkt eingestellt hat, Streams aktiviert werden, also kleinere Plugins. Ich glaube, man braucht eine gewisse Stufe oder, also das kann man jetzt nicht sofort einschalten, aber Twitch hat das erkannt, weil natürlich auch in Games, wenn du irgendwie liest und du hörst vielleicht nicht so gut und du kannst trotzdem teilnehmen, das ist zwar ein bisschen pervers, aber da geht es auch nur um Marktanteile und um Viewership. Und wenn du halt merkst, okay, jetzt greife ich mir sozusagen noch die, die Stumme oder die Taubstumme Zuschauerschaft. Ich glaube, unsere Motivation in der Hochschullehre ist eine andere, weil wir halt sagen, okay, Leute sollen halt irgendwie nicht nur zugucken, meine Klickzahlen erhöhen, sondern mitdenken, mitlesen und wie auch immer. Genau. Und deswegen würde ich, glaube ich, den Bogen einfach grundlegender spannen und einfach grundsätzlich über Barrierefreiheit reden, weil alle Vorteile reinkommen. Du hast es aufgenommen und auf einmal ist auf der Aufnahme ein Untertitel oder ein Obertitel in dem Fall. Genau. Und es macht für mich natürlich jetzt, außer dass ich das irgendwie noch zusätzlich starten muss, einmal kurz am Anfang, und es mir natürlich ein bisschen Platz wegnimmt auf dem Bildschirm, hat es jetzt erstmal keine Nachteile. Und man muss mal schauen, so ein bisschen, wie es mit dem elektrotechnischen Fachvokabular klarkommt. Ja, und ich brauche wahrscheinlich oben noch ein paar mehr Zeilen, die Schrift noch ein bisschen kleiner. Ich meine, wenn die Zeilen dann arg lang werden, dann wird es, glaube ich, auch schwer, denen zu folgen. Aber Impedanz, Parallelschaltung, Das war mehr und C? Ja, von dem L und dem C. Oder von dem R, von dem R. Von dem R und dem C, von dem Widerstand und von der Kapazität. Ja, Resistance und okay. Aber ganz ehrlich, einzelne Buchstaben, keine Chance. Also ich glaube, das ist halt schwierig. Also wahrscheinlich müsste man dann halt immer sagen, von dem Kapazität, Widerstand. Ja gut, Fett ist halt MOSFET oder?
Das nee, weiß ich nicht, was er da und das Fett. Widerstand und das Fett gesamt sollten die gesamte, man weiß es nicht. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich glaube, du kannst das auch direkt in OBS einbinden. Also du hast ja gesagt. Ich nehme ja immer das Twitch-Studio zum Streamen und nicht OBS. Die Noob-Fraktion, einmal mit Experten. Also hier so für die anderen vielleicht, die es interessant finden, also genauso wie der Hintergrund, wir sitzen ja nicht auf einer Schalttafel, die kann ich ja einfach an- und ausschalten. Auf einmal sitzen wir im Nix, aber im Nix sitzen macht halt nicht so viel Spaß, also sitzen wir auf einem Schaltboard. Und das Gleiche geht auch in OBS. Das Platzproblem oder das Bildproblem hast du in dem Fall. Das ist so. Ja, das ist klar, genau. Ja. Und ich habe gesehen, man könnte halt diese Subcaptions da auch in Zoom zum Beispiel irgendwie reinholen. Ja. Was jetzt für mich für Lehrveranstaltungen jetzt auch nicht ganz irrelevant wäre, weil eigentlich passiert bei uns ja noch ein bisschen mehr über Zoom als über Twitch. Und ich finde sowas halt immer gut, weil man eben so eine Sache verfolgen kann. Und ohne zu hören eben, also ich meine, ja, ich würde mir jetzt natürlich nicht in so einem 60-Minuten-Video das da oben alles durchlesen, aber gerade wenn man irgendwie so kleinere Sachen hat, dann muss man dafür nicht jedes Mal den Ton anmachen, um mitzubekommen, worum es da irgendwie so in etwa geht. Ja. Und wenn man, ich meine, keine Ahnung, es wäre ja sicherlich auch technisch möglich, das jetzt wieder abzuspeichern. Ich meine, YouTube macht ja im Nachgang auch Captions und dann hat man halt was, wonach man ein Video, sage ich mal, volltextmäßig schon durchsuchen kann und gucken könnte, wo geht es denn jetzt zum Beispiel um die Parallelschaltung, wo geht es um die Stromteilerregel, ne? Wo geht es irgendwie um die Superposition. Und das ist ja was Videos halt ansonsten fehlt. Also ne, in Texten, in Skripten, Dokumenten, eine Musterlösung, die selbst wenn die 20 bis 30 Seiten hat, kann ich die ja mal so rasch überblättern und kann halt sagen, oh, an der Stelle, da geht es um dieses und jenes. Ne, und wenn ich ein Video mache, dann ist so ein Video ist natürlich auch nur schwer scannbar oder schwer so diagonal lesbar. Aber also ganz kurz, hier 1 durch J, Omega C. Also ich meine, das soll wahrscheinlich eher ein... Das ist genau das, ja. Ja, okay, das, also... For free. Ich meine, du hast wahrscheinlich mit irgendeiner Speech Recognition German Accent gerade verbessert, aber ist okay. Die Untertitel sind, gerade weil du es gesagt hast, YouTube, auch da würde ich wieder sagen, das ist ein absoluter Win für den Lehrenden oder die Lehrende an der Stelle, weil... Ich kann mir das ja rausziehen und sagen, okay, das danke Google oder wie auch immer, Twitch, ihr habt es generiert. Das würde natürlich auch lokal, also es gibt genug Tools, um Untertitel von einem Video zu erzeugen. Voraussetzung, man braucht gute Audioqualität. Ohne gute Audioqualität keine Chance. Bitte kauft euch ein Mikro vor dem Sommersemester. Einige brauchen noch eins. Und dann zieht man sich das raus und baut quasi so eine Art, ja, man könnte da sogar so eine Dokumentendatenbank draus ziehen oder vielleicht verschlagwortet man das, also im Sinne von, man zieht sich den Text, von mir aus benutzt Citero, benutzt Citavi, neue Art von Literatur, wenn man so will, verschlagwortet das und dann weiß man, okay, es ist halt eine Parallelschaltung und ich habe folgenden, vielleicht noch das Semester dazu, weil das ist oft, was ich aus dem Firmenbereich höre. Ja, da dürfen keine Fehler drin sein. Videos sind viel zu kurzlebig. Also keine Fehler, meine Güte. Ich meine, jeder verrechnet sich mal, das passiert. Es passiert was ganz Spannendes. Und die brauchen wirklich so eine, wir müssen das sofort ändern. Oder wenn unser Logo sich jeden Dienstag ändert, dann müssen wir das auch nachziehen. Und die Verschlagwortung mit irgendwie einer Datenbank, fertig. Ja, und jetzt habe ich es natürlich ein bisschen verkackt an der Stelle, weil ich halt da das Fenster drüber gezogen habe schlecht. Und nicht mehr daran gedacht habe, was da oben eigentlich passiert. Und deswegen hatte ich ja schon getwittert beim nächsten Mal. Ich habe mir schon so ein Programm besorgt, womit man das halt always on top halten kann. Und dann habe ich, als ich da weiter getrippert habe, natürlich auch wieder nicht dran gedacht, dass mein Kamerafensterchen da irgendwas verdeckt. Und jetzt, wer genau hinschaut, stellt fest, dass ich mich an der Stelle, ist mir im Nachgang eingefallen, auch gerade grandios verrechne, weil ich das falsch abgetippt habe. Also in der Handrechnung steht 200 parallel zu minus J 100 und da habe ich halt 100 parallel zu minus J 200 eingetippt. Deswegen ist das, was ich ja gerechnet habe, am Ende leider falsch. Ja, so Matthias, leid. Tut mir leid. An der Stelle kann ich mich leider nicht mehr mit dir blicken lassen. Es tut mir leid. Weiß, also, das halt. Jetzt haben wir es verraten. Es ist ein bisschen schade, aber meine Güte. Also, ich bin auch ehrlich, keiner will irgendwie was Falsches in einem Video sagen und wenn das dann in den Äther schickt und oh mein Gott, geht mir auch noch so.
Aber dann ist halt eine gute Vorbereitung irgendwie so König oder Königin. Aber wenn das dann halt doch mal passiert, ich glaube, dass ein gutes Lehrvideo, ein guter Stream, wie auch immer, mehr Wert bietet, als Schaden, genau, als Schaden anrichtet mit dem kleinen Fehler. Also, ja. Und gerade wenn wir irgendwie darüber reden, es geht irgendwie ums Verständnis, es geht um warum machen wir das? Um das Zahlen einsetzen, würde ich jetzt mal so, ohne zu wissen, was hier gerade abgeht, Schadlop sagen, das ist irgendwie eine Güte. Das ist der geringste Schritt oder der am wenigsten, ja. Ja, gut. Aber mit dem in Fokus, also wie gesagt, wenn ich zum Beispiel, wir haben ja hier unsere Musik-Credits, die wir im Hintergrund spielen, und die habe ich ja auch gesagt, die sollen vor allem. Und dann liegt das ganz oben, und egal, was ich jetzt hier auf meinem Bildschirm mache, auch wenn ich jetzt das maximiere, egal, was ich mache, ist es einfach immer oben. Und das wäre, also im schlimmsten Fall verdeckst du dann quasi dein Kontextmenü von Octave. Und also ich benutze richtiges OBS, ist so. Studio OBS, Fehler in der Aufgabe. Ja, wenn ich die Fensterchen umschalte, dann sieht man ja kurz das Studio da. Ja. Sehr gut. Naja, und also was irgendwie ganz interessant ist an der Stelle, vielleicht noch, es gibt, jetzt müssten wir irgendwie das zitieren, der schon vielfach zitiert, Jörn Lovischach hat da auch schon öfter drüber geblockt. Und ganz kurz, bevor wir Lovischach reinbringen, er hat mich auf Twitter geblockt. Kein Quatsch, ich war wirklich, also normalerweise ist mir das egal, ich meine, wird jetzt nicht groß geblockt, aber ich weiß nicht warum. Ich war echt schockiert. Ich muss wirklich sagen, es hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Musste ich jetzt einfach nochmal hier so zwischen dir und mir und dem Internet sagen. Auch weil deine Seiten so, ich weiß, habe ich mal zu viele Herzen, zu wenig, also keine Ahnung, ich bin drüber hinweg, aber es ist ein bisschen schade. Professor Wischak, I don't know. Blöd. Aber nun gut. So, aber ich gucke, ich lese weiter seinen Blog. Haha. Ich auch. es gibt eine, keine Ahnung, BGIV oder so, ich weiß nicht mehr, was diese Abkürzung heißt, aber geht es auch um Barrierefreiheitsinformationsgesetzverordnung, irgendwie so eine lange beamtendeutsche Abkürzung. Und die ist schon mit einer gewissen Übergangsfrist und so, aber eigentlich ist die, glaube ich, seit mindestens Mitte letzten Jahres oder so rechtskräftig und sagt halt, hallo, alle Inhalte, die von öffentlichen Einrichtungen, und da würde ich jetzt mal Universitäten und Hochschulen und so auch zu zählen, irgendwie ins Internet geblasen werden, haben bitte barrierefrei zu sein. Bitte sorgt dafür. Ja, und dann kann man halt immer sagen, es gibt denn so Ausnahmen wie, ja, das ist aber total aufwendig, das jetzt in diesem und jedem Format zu machen. Und deswegen können wir das nicht. Und deswegen machen wir das nicht. Aber ja, ich glaube, das ist, also und es sind dann im letzten Jahr auch, ich meine, ich bin ja ein bisschen in die AGE E-Learning an unserer Uni involviert. AGEI? Das ist dieses E-Learning-Ding, ne? Ja, die heißt halt E-Learning, weil es die schon so 100 Jahre gibt. Ja, das ist halt alles E-Learning. Das klingt auch wie 100 Jahre. Ja, gibt es auf jeden Fall schon eine ganze Weile, weit vor Corona. Corona, was denn Corona? Wir haben an uns herangetreten und gesagt haben, ja, also passt auf, es gibt da diese Verordnung im Internet und ihr müsst sicherstellen, dass alles irgendwie barrierefrei ist, was ihr da in den Äther schickt als Videos. Yeah. Wir haben die Lösung für euch. Kauft doch unsere Lizenz und dann können wir euch machen, dass eure Videos alle irgendwie vernünftig beuntertitelt sind. Und ist das so eine komische Ad-Tech-Bude? Ja, oh, das Gott, ey. Müssen wir auch mal irgendwie so einen Fokus machen, muss ich mir mal ein bisschen besser darauf vorbereiten. Educational Technology, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, so ganz gut. Also ich glaube, in kurz, was mich daran immer stört, in kurz, nee, sorry, das kriege ich nicht kurz hin. Nee, da müssen wir uns darauf vorbereiten. Wahrscheinlich ich muss mich mal irgendwie 3 Tage sehen. Ja, super spezielle Lösung für genau ein kleines Fitzelproblem und dann hast du das Problem, dass du die Daten da nicht rausbekommst. Ja, ich glaube, das führte natürlich auch auf irgendeine proprietäre Lösung ab, mit der man dann irgendwie ein Problem vermeintlich gelöst hätte und 2 weitere aufwirft und was wahrscheinlich auch nicht sehr nachhaltig gewesen wäre und eben ein, ne, also ich glaube, ganz viele EdTech-Unternehmen, wir können mal gerne EdTech-Bashing machen, aber ja, ich glaube, sozusagen ganz viele EdTech-Unternehmen zielen auf so Login-Lösungen ab. Ja, also wir machen
Klar. Die berühmte, die man auch von einem großen Numerik-Mathematik-Programm kennt, die Drogendealer-Lizenzpolitik, die Studierenden an Universitäten mit günstigen Lizenzen anfixen und abhängig machen, dass sie halt dann im Nachgang nichts anderes mehr nutzen können. Und ich glaube, das ist, ne, so mit diesem Login, das ist halt auch bei ganz vielen Ethik-Sachen der Fall. Und naja, ich meine, wir sind da später dann, aber wir sind da damals auch irgendwie nicht weiter darauf eingegangen. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie eine Hochschule jetzt so wahnsinnig viele finanzielle Mittel dafür locker gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte man sich erstmal verklagen lassen und gesagt, wir lassen es erstmal drauf ankommen. Aber Moment, reden wir jetzt über Wolfram Alpha oder reden wir über Matplotlib? Nee, ich sag jetzt keinen Namen, aber es fängt mit M an und hört mit B auf. Okay. Ja. Ja, gut. Nee, kann ich verstehen. Man will, ja, nee. Viele tolle Programme und die haben auch alle ihre Vorzüge, aber. Viele tolle Libraries. Ja. Ich glaube aber dieser, also worauf ich nochmal hinaus will in Bezug auf Barrierefreiheit, ich glaube dieser Punkt, es ist aufwendig und weil es so aufwendig ist, können wir es nicht machen, ich glaube, das zählt nicht mehr. Ne? Also es ist ja, aber das ist ja, das ist doch immer dieses Argument, ja, die Technik ist noch nicht so weit. Ja, da könnte ich immer so halb explodieren, da muss ich mal, also die Technik ist schon super lange weit, egal ob das jetzt irgendwie so die ersten. Du warst es doch hier mit der komischen Dropbox. Wir hätten Millionen machen können. Also nicht wir, aber ihr. Mit eurer Dropbox. So, ja, dass wir damals uns unseren eigenen Web-Share-Hosting. Genau. Oder, keine Ahnung, mit irgendwie mit selbst kleinen WAP-Java-Mobilportalen konnte man. Also, ich glaube, das wird auch immer bleiben. Also, ich meine, dieses, ja, es ist noch nicht so weit oder es ist. Es ist halt noch, es existiert oft noch keine bunte Clicky-Lösung, die man einfach nur kaufen muss. Ja, das mag sein. Das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Warte mal. Hold up. So, wir gehen mal. Kann man hier zurück? Ich will deine Programme stalken. Weil, als ich aufgebaut habe, habe ich schon zu Matthias gemeint, gebrochen wie. Also ich habe ja eh zwei Bildschirme, alles klar, das. Empfehle ich eh jedem im Homeoffice, der ist geteilt und dann hat man irgendwie Twitch plus OBS plus das, was wir uns gerade angucken, die Kamera, Skype und Musik. Es sind halt irgendwie wirklich 8 Tabs. Und jetzt will ich mal gucken, mit wie viel Tabs der Matthias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also neue These, ist ja eh irgendwie nicht nur 7 Leute trennt jeden Menschen von einem anderen, sondern 7 Tabs trennen dich vom Stream. Du benutzt Logi-Capture? Matthias, erst der Fehler in der Aufgabe, dann der späte Greenscreen, jetzt Logi-Capture. Das kann so nicht weitergehen. Ich weiß, das kann so nicht weitergehen. Ja, du, aber ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mir alles irgendwie vernünftig einzurichten. Jede Woche Freitag stelle ich fest, aber du hast schon wieder die Woche über nicht geschafft, irgendwie dein Stream-Setup weiterzubauen. Ich habe heute, ich kann es in die Kamera halten, ich zeige es kurz in die Kamera. Ich habe heute mein Mikrofonarm ausgepackt, den ich mir schon vor 4 Jahren, vor 4 Wochen? Vor langer Zeit habe ich mir ihn gekauft und da habe ich gedacht, heute zur Feier des Tages baue ich ihn mal auf und jetzt steht er hier neben mir und hält mein Mikrofon vor meinem Mund. Großartig. Großartig. Aber ja, also Logi-Capture. Ja, man muss echt aufpassen, was man da halt so zeigt. Also zum Beispiel ist mir dann auch so aufgefallen in meinem Mozilla Firefox, dass ich dann, bevor ich anfange zu streamen, immer einfach eine weiße Seite reinbaue, damit man da nicht unbedingt sieht, was ich gerade mir vorher bei YouTube oder so für Videos angeschaut habe. Wie streame ich? Logi-Capture. Und noch, also auch ziemlicher Tipp, ich könnte zum Beispiel jetzt mit Steuerung Shift B oder mit 2 Rechtsklicks auch diese Leiste hier oben noch zeigen, weil wirklich toll finde ich das natürlich auch nicht, wenn man irgendwie die Favoritenleiste sieht und irgendwie eine YouTube-Playlist, Lo-Fi und vielleicht noch bei welcher Bank man ist oder so, also irgendwie ganz normale Dinge, auf die man halt zugreift. Das würde ich ausstellen und wenn wir eh schon, es ist nicht nur ein Tipp zum Stream, sondern auch überhaupt, ich meine, ob ich jetzt meinen Bildschirm teile oder streame, ist ja nur fast egal. Auch zum Beispiel die Story, also was schlägt da vor? Wenn ich jetzt zum Beispiel tippe, deswegen würde ich das jeweils rausziehen, bevor wir weitermachen. Man sieht dann, also keine Ahnung, man gibt halt irgendwie BE ein und dann ist alles von, weiß nicht,
Ich will jetzt keine Beispiele bringen, was man gebucht hat. Also ich glaube, da ist eine gewisse Skepsis und das ist auch der Punkt, wo ich am ehesten sage, da muss man mal echt ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich würde, wenn ich jetzt heute neu anfangen würde, einfach einen neuen Computer benutzen. Ich bin halt auf dem schon so gut eingerichtet, dass es halt, das tut mega weh zu wechseln und zu alles nochmal in einem OBS einzurichten. Könnte man importieren und so. Aber wenn ihr direkt anfangt, einfach Computer, also einen neuen Computernutzer anlegen, wo es einfach auch keinen Quatsch gibt wie Bank und so. Also. Ja, definitiv. Also ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt. Also das ist was, wie du sagst, so ein Dedicated Stream Setup ist schon auf jeden Fall nicht verkehrt. Also wo man halt weiß, weil als Lehrperson machen wir uns jetzt vor, man hat nicht viel Zeit. Und es ist immer alles kurz vor der Angst und kurz vor knapp. Da geht es uns nicht anders den Lehrern als den Studierenden, gerade wenn man irgendwie vielfältig engagiert und beschäftigt ist. Ja. Und das heißt, wenn man um 13.30 Uhr irgendwie streamen will, dann möchte man sich um 13.25 Uhr an den Rechner setzen, einmal hier, einmal da klicken und möchte eigentlich sendebereit sein und möchte nicht jedes Mal. Das ist ja das, was mich selbst nach dreimal an den Hybrid-Lehrveranstaltungen so genervt hat, dass ich jedes Mal eine halbe Stunde mit Aufbauen und Abbauen beschäftigt war. Auf keinen Fall. Keine Chance. Für im Prinzip irgendwie so gefühlt nichts und wieder nichts, weil man, jedes Mal das halt wieder aufbaut und abbaut. In dem Sinne könnte ich vielleicht auch kein Roadie werden für Rolling Stones Konzerte, weil man auch mal sein ganzes Leben lang nichts anderes als aufbauen und abbauen. Auf keinen Fall. Also ich weiß auch immer noch nicht, warum, also ich glaube, man kann den Begriff auch hybride Lehre oder Hybridunterricht unterschiedlich benutzen, im Sinne von, man benutzt beides, aber nicht zeitgleich, aber hybrid-synchron ist für mich sowas von tot. Also da hab mich auch beschlossen, ich mache darüber auch keinen Content mehr oder auch keine Analysen mehr oder so, weil dieses nicht mal auf abbauen, sondern du wirst beiden irgendwie, also den Leuten nicht gerecht. Und ich habe auch einfach wirklich versucht, ich sammle ja eigentlich alle Proof of Concepts und gute Beispiele oder die guten Beispiele, die ich finde. Ich hab noch kein überzeugendes Beispiel gefunden. Also deine Aufbauten, volliger Overkill. Und deswegen braucht man ein Setup, wo man sagt, da mache ich mit meinem Mikrofonarm höchstens den hier und die Kamera ist da. So, dann sind wir zurück. Und insofern bist du mit deinem Kameraarm jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Aber ich glaube, jede Stunde, die du da jetzt einfach mal wirklich einmal in Setup begibst, ist, also ich glaube, mit diesen 5 Minuten schnell mal über ein bisschen bist du, glaube ich, mit mehr Stunden beschäftigt, als einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Stunde lang irgendwie OBS und dass es gescheit aussieht. Weil die Pflanze zum Beispiel hier im Hintergrund bewegt sich ja auch nicht. Richtig. So, ja. Was mir noch eingefallen ist, wenn man den Untertitel ganz oben oder unten hat, das probieren wir jetzt gerade mal. Man soll eigentlich sein Bild live nicht ändern, aber who cares? Oft ist es ja so, was mache ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel den Untertitel mal nicht brauche? Und mir ist es gerade auch eingefallen, ich könnte den jetzt hier einfach so rausnehmen. Und deswegen würde ich den tatsächlich auch unten oder, mir gefällt das oben sehr. Ich sehe das normalerweise unten, weil es heißt ja Untertitel. Also falls man dann doch noch mal irgendwie das exportieren will. Ja, also gefällt mir super. Also seit 4 Wochen, 5 Wochen oder so mache ich das so, dass ich wirklich, weil mich das sonst immer genervt hat, die Bildschirmfreigabe ein- und auszuschalten oder sozusagen das Fokusfenster in dem Twitch zu wechseln, dass ich einfach einen Bildschirm komplett freigebe und den halt so einstelle nativ, dass er halt wirklich genau die 720p Auflösung von dem Stream hat. Ja. Und das hat meines Erachtens extrem viel für die Bildqualität gebracht, weil halt ein Pixel auf dem Bildschirm ist tatsächlich nachher genau ein Pixel im Stream. Und wenn ich mir das zum Beispiel auf meinem Handy anschaue, was halt auch genau diese 720p-Auflösung hat, dann sieht das, obwohl das fitzelig klein ist, auf dem Handy gestochen scharf aus. Und man kann halt auch da alle Indizes, alle Sachen super lesen. Aber es wird ja immer besser heute Abend. 4500 Kilobit pro Sekunde? Uff. Also Maximum 6.000 auf Twitch für uns Normalsterblichen. Du brauchst doch keine 4,5 für 720, oder? Also, keine Ahnung, hat das Twitch-Studio so eingestellt? Ja, also das Problem, also ich meine, du machst 60 FPS, aber die kommen ja auf keinen Fall an. Also du bewegst dich da unten ja nicht in Telenovela-Qualität und Geschwindigkeit. Also ich will nicht flexen, aber wir streamen gerade mit 1845. Just saying.
Weißt ja, du, wegen ich habe keine Zeit für dieses Twitch-Studio. Keine Zeit. Und dann hat das so einen Selbsttest gemacht und hat gesagt, Matthias, ich habe die perfekte Einstellung für dich gefunden, ich weiß es ganz genau. Don't correct me, I'm never wrong. Du musst genau so streamen. These stats show that was a lie. Also, ja. Kennst du dieses Tom-Meme? Ja. Wir sind alle, das ist die Fehlerkultur. Die Fehler, ja. Die. Du machst die Fehler und die Kultur zeigt dir. Außer viel. Nee, stimmt schon. Aber großartig. In der Bitrate. Ja, ach du, also ich tatsächlich, nur weil wir hatten es ja gerade so von weitestgehend von Inklusion und Barrierefreiheit, wenn du halt richtig schlechtes Internet hast. Und das haben halt schon viele in Deutschland. Also, so. Ich weiß jetzt nicht, wie das Durchschnittsinternet in Magdeburg ist, aber ich glaube, besser, also es kann ja nicht besser als in einer Großstadt sein. So. Reicht ja zum Stream, aber ich will darauf hinaus, dass man nicht die Autokodierung bekommt. Also, man sieht man das jetzt? Ich mache mich gerade mal aus. Das, was man hier unten jetzt sieht, dass du kannst halt nur die Quelle 720p übertragen. Und das wird auch nicht mehr von Twitch transkodiert. Das sind 720p und mit denen musst du quasi leben. Und wenn du niedrige, also ich glaube, es ist wie so ein Bieterverfahren. Es gehen halt ganz viele Leute online und davon sind halt, da guckt eh keiner zu. Oder das ist ja so ein Winner-Takes-It-All-Markt. Was uns egal ist, weil das machen wir für die Lehre. Und dann machst du das letztlich und du kriegst es nicht mehr transkodiert. Und wenn jetzt jemand tatsächlich 720p nicht live gucken könnte, weil er halt wirklich sich seine 16.000er Leitung, also so stinknormales DSL mit der WG teilt, das wird schon eng. Okay, aber Webcaptioner, erzähl doch noch mal, ist das, musstest du dich irgendwie anmelden, weil ich glaube, viele denken jetzt so, ja gut, ich gehe auf eine E-Mail, auf eine Webseite und dann machen die das. Vielleicht so die 3-4 Schritte, die es dann doch braucht. Also es braucht eigentlich wirklich nur ganz wenig Schritte. Also das Schwierigste war, man geht auf die Webseite und klickt auf bitte Start Captioning. Nee, und dann gibt es so einen Settings-Button, da kann man ein bisschen an der Schriftgröße rumdrehen. Es gibt auch ein paar ominöse Tastenkombinationen, mit denen man live die Schriftgröße und kleiner machen kann. Und mit dem man zum Beispiel am Start, nachdem man irgendwie so 3 Testworte gesagt hat, auch die Zeile oben wieder löschen kann, weil man möchte ja vielleicht zum Start des Streams da nicht seine 3 Testworte drin zu stehen haben. Großartig. Ganz und, kurz. Und, also, ja? 282 mal E hoch J Omega T plus 45 Grad. Das ist genau das, was da steht. Ja, ja. Und das Volt ist natürlich ein Volt, was mit V geschrieben wird und nicht ein Volt. Ah, okay. Okay. Aber dann, ich meine, man muss halt ein bisschen, dann denkt man halt, ich glaube, das sieht man zweimal und beim dritten Mal weiß man's. Ich meine, du sagst Volt höchstwahrscheinlich öfter. Ja. Ja, also das ergibt sich definitiv aus dem Zusammenhang. Und also da ist, selbst wenn ich das jetzt im Nachgang, also ich habe mal irgendwann vor, keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahren irgendwie ein Interview gegeben für irgendwie hochdidaktischen Beitrag in unserer Universitätszeitung. Mhm. Und dann saß eine nette studentische Hilfskraft mit so einem Diktiergerät da und hat mich Fragen gefragt und ich habe diese Fragen beantwortet. Und dann hat die gesagt, oh, das ist kein Problem, wir schreiben das da so für Sie. Und dann hat die im Prinzip einfach Wort für Wort das aufgeschrieben, was ich gesagt habe in den Artikel. Und naja, verschriftlicht man doch kein Interview. Also natürlich spricht man doch anders, als wenn man das schreiben würde. Und wenn man das eben transkribiert, stellt man doch Sätze auch nochmal editoriell etwas um oder formuliert die um, weil man anders schreibt, als man spricht. Und das war nachher, also das hat mich so viel Aufwand gekostet, das irgendwie gerade zu biegen, dass ich mir gedacht habe, ich hätte es so einfach alles wegschmeißen können und neu schreiben können, da wäre ich genauso schnell bei gewesen. Ja, weil man immer überlegt, was wolltest du jetzt sagen, wie hat sie das aufgeschrieben? Und da waren halt genau so eine Sachen drin, wo man sagt, nee, also das habe ich vielleicht so gesagt, aber das habe ich nicht so gemeint in der Art, ne? Weil das man... Naja, da hat sich dann auch... Als man schreibt, ja. Da hat sich dann jedes Folgeprojekt auch direkt erledigt. So, vielen Dank, wir sehen uns nie wieder. Genauso wie, dass das relativ schnell die Runde macht, ob jemand 20 Seiten vor PDF rumschickt.
Ich sehe schon, das wird ein ganz tiefer Insider. Fast den Chrome-Browser dazu zu überreden, doch mal bitte nicht so viel Rahmen und keine Adressleiste und keine Menüzeile und sowas anzuzeigen. Weil ich will da oben natürlich, also das läuft in Chrome. Das ist halt eine Webseite, die man im Chrome-Browser aufmacht. Und man möchte natürlich außer dem Inhalt der Webseite jetzt nicht so wahnsinnig viel da sehen. Deswegen direkt in OBS, Leute. Der Matthias hatte die richtige Idee, nimmt ihn nicht krumm, er ist nicht perfekt. Einfach direkt in dem Programm. Mit freundlichen Grüßen aus Berlin. Nee, also ganz im Ernst, good stuff. Ich finde es auch groß relativ gut. Also, weil manchmal ist es dann so klein, dann hast du halt irgendwie auch. Ich bin auch ganz ehrlich, am Anfang hat mich das immer verwirrt. Gut, ich meine, jetzt lesen wir es nur, aber während man es hört. Und dann hört man es, man liest und dann baut das Programm noch um. Ja, aber entweder so, dann musst du halt ein bisschen was umstellen oder direkt im Browser. Sehr schön. Wird die Kamera eigentlich am Ende nochmal groß? Oh mein Gott, was hast du denn hier für ein Monster? Die Kamera bleibt zu klein bei dir, ne? Die Kamera bleibt zu klein, ja. Sehr gut. So, wollen wir mal irgendwie ein bisschen über Budget reden. Also über Geld redet man nicht, außer wir. Das wäre so der Übergang. Weil, also kam relativ spontan auf die Liste, ich setze uns gerade nochmal um, kam relativ spontan auf die Liste eben, also wir bereiten uns natürlich immer hochredaktionell vor, habt ihr ja gerade gehört, um 13 Uhr das erste Mal, dann Revision 2, dann um 15.50 Uhr nochmal. Natürlich nicht. Dann gibt es die finale Redaktionssitzung. Genau, und dann kommt Dietmar noch mal rein und sagt, was er auf die Agenda haben will. Wir telefonieren kurz mit Tom Buro, was er davon hält. Genau, dann ist die Regieassistenz fällt dann kurzzeitig aus. Dann muss der Produktionsleiter irgendwie umdisponieren. Und dann haben wir uns überlegt, ein von Dr. Amrei Bar war die Frage so hier, wie ist das eigentlich mit Homeoffice? Und eine kleine Umfrage hat ergeben, die meisten geben dann doch mehr als 300 Euro. Also irgendwie 100 bis 150 oder 200 bis 200. Also waren sozusagen verschiedene Bereiche. Und es pro Jahr oder pro Monat? Ich glaube einfach nur in der Homeoffice-Zeit. Lass mich, okay. Moment. Dann machen wir es jetzt richtig. Okay, jetzt. Wenn ich zitieren muss, brauche ich Quellen. Okay, gut, dass wir diese Musik haben. Das wäre sonst einfach, also, ja, awkward. So, pass auf. Ich habe es doch hier. Dann kann ich sie vor allem auch einfach richtig, so, Pip Klein. Also, großartiger Account. Letzte Woche war sie bei Real Scientists, und sie macht einen super Eisvogel. Also sie hat quasi so ein. Sie lebt in einem Gebiet, wo es Eisvögel gibt. Also, ja, aber tatsächlich, Dr. Amrei Bar, wichtig. Und sie hat mal gefragt, hier, wie ist das? Was bedeutet das für Wissenschaftlerinnen? Also nicht nur mehr Arbeit, sondern auch private Investitionen im Homeoffice. Was gibt ihr aus oder was habt ihr ausgegeben? Drucker, Papier, Headset. Und original, ich meine, es sind 271 Stimmen. Sind fast so viele Leute, wie ich direkt kenne über Twitter. Also ich würde schon sagen, dass das grob repräsentativ ist, zumindest für gerade diesen Twitter-Campus oder wem wer auch dem Hashtag folgt. Ich habe die Zeilen gesehen, was sie will und die Euro-Beträge. Ich habe keine 2 Sekunden gebraucht, habe die sofort auf über 300 Euro angeklickt. Gar kein Problem. Ich hätte auch die Skala, aber also als Ingenieur würde ich jetzt sagen, das ist eine lineare Skala. Ich hätte sie eher logarithmisch skaliert. Ich hätte eher irgendwie sowas gesagt wie bis 100 Euro, bis 200 Euro, bis 400 Euro, bis oder bis 500 Euro, über 1000 Euro. Ja. Ja. Also das ist immer in nicht gleichen Schritten, sondern sozusagen gleichen dazu muss man Faktoren. Ja, aber Twitter kann nur 4 antworten, ne? Ich weiß, Twitter kann nur 4 antworten, das aber halt ich meine, sie hätte stupid. Trotzdem irgendwie sagen können, ja. Naja, ja, gut, klar, bei 4, ja. Ich verstehe dein Argument, so viel geht da jetzt eh nicht, ob ja. Man dann sagt, bis 400, über 400, aber naja, man weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit sich das über 300 jetzt nochmal irgendwie ausdifferenzieren würde. Ja, und deswegen habe ich geschrieben und direkt mal, ich packe ja immer meine studentische Sicht auf alles, so wie so ein Etikettiergerät.
also 500 Euro pro Person wohlgemerkt, das sind direkt 1000 für einen Zweierhaushalt. Einfach, also da muss ich gar nicht groß anfangen. Also da will man sich irgendwie doch mal Bürostupsen, also ich habe es dann doch noch mal groß auf und dann können wir mal durch die anderen Antworten vielleicht gehen. Also Mike und Cam, 60 Euro und das ist eine, das ist kein gutes Mikrofon. Das nee, ist kein, das ist die, das, die es Einstiegsstufe, die so irgendwie gerade so sinnvoll ist. Und ich meine wirklich Mike und Cam. Das ist ein 30 Euro, eine 20 Euro Kamera und ein 40 Euro Mikrofon. So, Schreibtisch und das ist auch irgendwie nichts, was man, nicht so was super, super, aber halt, du brauchst halt irgendwas, was womit man arbeiten kannst. Laptop B-Ware, also wirklich so refurbished mit irgendwie so noch ein bisschen Garantie. Irgendwie Bürostuhl. Bürostühle kriegst du eh nicht mehr. Ich bin froh, dass meiner irgendwie nicht gerissen ist. Und dann reden wir über hier so Grafiktablets und wirklich über den, über das Zeug, was ich für videobasierte Lehre und was auch mehr so Arbeitsrichtung für mich persönlich ist, darüber rede ich ja gar nicht. Also ich rede wirklich irgendwie und Druckerpapier, das zählt. Ich bin oft der Einzige an befreundeten WGs oder bei unserer Umgebung. So, hier kann ich kurz was drucken, ich schick's dir per Mail. Die meisten haben halt einfach keinen Drucker. Es ist das Jahr 2021, du kannst PDFs signieren. Und ich fand einfach die Diskussion interessant, weil allein, ich hab relativ schnell auch an deinen Elgato Greenscreen gedacht. Und dann noch dein Mikrofon, dann sind wir über 300 Euro längst hinaus. Ah, er ist eingefroren. Er kommt mit Sicherheit gleich zurück. Jetzt kommt er zurück. Und ich meine, was, also, ich hab dich auch vorher gefragt, ob man, ich meine, in Deutschland ist es ja schon irgendwie so, man redet nicht über Geld, das ist irgendwie alles so ein bisschen schwierig. Was mich stört an der Konstellation ist nicht nur, dass man das Geldthema vermeidet, sondern dass einfach auch nicht über die Hochschulunterschiede oder über, ist ja durchaus was auch was Prekäres, wenn man irgendwie nicht an Lehre oder überhaupt teilnehmen kann. Und das ist so, da wird sozusagen doppelt nicht drüber gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Betrag eher so bei ich glaube, so im Durchschnitt ist natürlich auch schwierig, aber so 1000 Euro ist, glaube ich, gar kein Problem. Also für einen Haushalt sowieso ja, nicht. So, ich meine, klar, da steht jetzt halt seit Corona, ich meine, ich hatte zum Beispiel halt vorher einen Arbeitsplatz zu Hause. Ich habe vorher sowieso schon super viel auch von zu Hause aus gearbeitet. Ich war ja auch gern irgendwie viel auf Konferenzen unterwegs, bei irgendwelchen Workshops, als sie noch in Präsenz stattfanden. Ich habe ja als Flying Faculty in Russland Kurse gegeben für Studierende an Unis dort und so. Und deshalb also dieses von nicht aus dem Büro arbeiten, das war für mich auch früher das Normalste der Welt. Also ich hatte auch viele Daten halt dann gespiegelt irgendwie auf einem Rechner im Homeoffice oder eben auf einem mobil nutzbaren Rechner, die irgendwie miteinander gekoppelt waren, dass man halt nicht immer auf den Bürorechner angewiesen ist. Und also ich sag mal sowas wie ein Schreibtisch und ein Stuhl und ein Rechner und so, das hatte ich vorher, das würde ich jetzt mal rausrechnen. Aber wenn ich allein halt das Equipment rechne bei mir, was jetzt für so schon im Vergleich vermutlich ganz gut, aber ein solides Niveau ist für Online-Veranstaltungen. Also man spricht eben nicht in das integrierte Mikrofon seines Laptops, sondern man hat ein Ansteckmikrofon. Und auch wenn es nur 30 Euro kostet, oder heute spreche ich in ein, sagen wir mal, 100 Euro Mikrofon. Ja? Absolut. Was dann schon ein bisschen besser. Und dann kann man das halt so Greenscreen 150 Euro. Zeichenboard 89 Euro in der kleinen Version, 110 Euro in der großen Version, 250 Euro in der Premium-Version. Ich weiß nicht, du kannst. Warte, du bist weg. Moment. Skype. Nee, wir müssen noch mal 20 Sekunden zurück, Matthias. Ja. Microsoft, jetzt die Server neu starten. Du warst kurz weg. Wir fangen noch mal bei den Tablets an. Jetzt bist du. Ja, wir fangen nochmal bei den Tablets an. Durch meinen Blogartikel durchscrollst, den ich mal, keine Ahnung, vorletztes Wochenende geschrieben habe, wo ich mein ganzes auch für mobile Sachen Setting aufgelistet habe. Und da geht es ja ganz unten auch um Greenscreen und Licht, auch wenn das eher nicht für den mobilen Einsatz ist. Ne, kannst du halt eigentlich im Prinzip hinter alle Sachen, die da stehen, ich sag mal, so als Mittelwert 120 Euro hinterschreiben. Ne? Und das ist so der mittlere Preis, den man halt so zahlt für Sachen, die da stehen, außer vielleicht für den Laptop. Ja, klar, der kostet halt ein bisschen was mehr, aber den hatte ich irgendwie auch schon vorher. Ja.
Aber allein ein Surface, ich meine, den hast du ja auch und das ist irgendwie Leergerät, das ist irgendwie schon klar, aber das ist ja kein normales Surface. Das ist ja ein Surface auf Steroiden. Das kann man auch einfach ruhig mal so sagen. Und wenn so ein Surface irgendwie in der Ausrissrichtung irgendwie irgendwas zwischen 1.700 und 2.000 Euro kostet und das der Arbeitgeber zahlt, klar, aber dann muss man auch einfach mal wissen, okay, was. Und ich, ganz ehrlich, ich richte dir für 2.000 Euro ein Studio ein. Wo ich einfach sage, es ist einfach absoluter Käse. Das ist vielleicht Surface irgendwie in der Ausrissrichtung irgendwie irgendwas zwischen 1.700 und 2.000 Euro kostet und das der Arbeitgeber zahlt, klar. Aber dann muss man auch einfach mal wissen, okay, was. Und ich, ganz ehrlich, ich richte dir für 2.000 Euro ein Studio ein. Wo ich einfach sage, es ist einfach absoluter Käse. Das ist vielleicht nicht so, also das ist nicht so absolutes High-End und da geht auch die Hälfte wahrscheinlich für Mikrofon drauf, sage ich auch ganz ehrlich. Aber dann steht da am Ende eine kurze Szene und ein Greenscreen. Und also auf der einen Seite irgendwie sehr, sehr hoch, also sehr teure Steroid geladene mobile Geräte, weil alles muss mobil sein. Ich bin seit einem Jahr einfach zu Hause angekettet. Also, WTF, was muss hier denn bitte mobil sein? Nix. Also, und dann irgendwie auch immer die teuerste. Also, es gibt ja, glaube ich, so Institute, jetzt generalisiere ich wieder, es gibt ja so Institute, die haben einfach gut Geld und da wird einfach das teuerste MacBook gekauft. Und bei dem anderen muss halt jeder irgendwie, wird darauf angelegt, bring bitte deinen Laptop mit. Dann installieren wir das Zeug. Also, Bring Your Own Device wird es dann genannt. Und dann liegt einer so dermaßen große Heterogenität vor. So, also, ja. Und selbst, du sagst jetzt, beim direkten Stream kommt selbst das krasse Vieh an. Ja gut, du hast halt keine dedizierte Grafikkarte, ne? Korrekt. Schlecht, ja. Ist halt Rookie, ist halt ein Rookie-Mist, ja. Ja, und deshalb, ich meine, das Twitch-Stream, da mache ich ja auch von einem stationären Rechner, eben auch mit mehreren Monitoren und ja. So, aber diese Monitore da, den Rechner habe ich jetzt auch relativ neu, aber diese Monitore habe ich schon lange, das sind, glaube ich, keine Ahnung, 17-Zoll-Monitore, also die sind ewig alt, die habe ich mir mal schon vor wirklich Jahrzehnten gekauft, auf denen wurde mal, die habe ich mir schon Gebrauch gekauft, auf denen wurde mal irgendein WCG-Final gespielt. Die konnte man sich nach dem WCG-Turnier nicht dein Ernst kaufen. Da steht doch irgendwo so ein Aufkleberchen drauf, in welchem Jahr. Gott. Ich bin schockiert. Das ist ja quasi Retro-Internet-Geschichte. Es ist ja nahezu historisch, ja. Ab ins Museum. Ja, ich meine, so an diese anderen Sachen da, ja, wie gesagt, ich meine, der Fokus von dem Artikel war jetzt was im Prinzip mobil einsetzbar ist oder wo man sagen kann, das ist auch was an vielen Hochschulen diskutiert wurde. Also, du hast halt ein Büro und du hast halt irgendwie da einen Rechner, aber was für Zeug brauchst du jetzt noch, um dieses Büro in ein Stream-Dings umzubauen? Oder du gehst halt irgendwo hin und machst das. Ich meine, ich bin da voll bei dir. Also die Anwendungsfälle, die sind da, aber sie sind halt auch beschränkt. Und man kann definitiv argumentieren, warum muss der ganze Krempel mobil sein? Warum sagt man nicht, hier gibt es irgendwie an jeder Fakultät, an jedem Institut, an jedem Fachbereich gibt es irgendwie ein, zwei Räume, die man mit entsprechenden finanziellen Mitteln so einrichtet. So. Ja. Und dann sage ich ja aber, erstens gibt es diese Räume nicht. Also wenn in Unis irgendwas knapp ist, dann sind es Räume, weil alle auf ihren Räumen sitzen und sagen, ja, aber wenn du nicht hier und jetzt ist auf einmal der Raum ungenutzt und wenn dann das Corona-Semester vorbei ist und wir dieses Studio wieder abbauen, weil wir es nicht mehr brauchen. Wir bauen kein Studio ab. Es wird kein Studio abgebaut. Müssen wir den Raum wieder abgeben. Oh mein Gott, das ist aber ist es nicht auch eher so, das ist doch da ist doch die Technik und die Hardware nicht das Problem, sondern die Mentalität. Triggered. Ja, also mobil, braucht nichts mobil. Keiner lernt mobil. Wenn man über die ganze, Achtung, Überraschungsmitteilung, wenn man über die ganze Digitalisierung der Lehre an Hochschulen nachdenkt, dann ist auch nicht die Technik das Problem, sondern die Kultur, die dahinter steht. Oh, ihr macht mich fertig. Ihr braucht nichts Mobiles. Also selbst mobiles Lernen ist das noch eher, aber auch irgendwie nicht. Und mobiles Lehren, ich meine, wie viel, du hast jetzt echt super viel online gemacht, auch da, ja, in den letzten Wochen ja auch international.
Auch ohne Corona. Nee, es wird nichts. Du läufst doch nicht durch die Zeil oder durch die Einkaufszone und machst so, ja, und heute machen wir Angebot und Nachfrage und deswegen gehe ich in den Natur. Also, wäre cool, aber ist halt überhaupt nicht realitätsnah. Also, absolut. Ich meine, wie ich sage, ich wollte ja nach den 2 Wochen und 3 Lehrveranstaltungen in Hybrid, als die Pandemielage es nicht mehr hergegeben hat, das zu machen, wollte ich ja ganz gerne noch twittern, irgendwie wenig gebrauchtes Hybrid-Lehre-Equipment günstig abzugeben. Ah. Ja. Es gab halt 2 Fälle, gerade wo du diese internationale Lehrveranstaltung ansprichst, wo ich halt 2-mal aus dem Labor gestreamt habe, um diese virtuellen Laborführungen zu machen. Das war wieder so ein Punkt, da war es jetzt nicht verkehrt, wenn man das halt einigermaßen portabel hatte und man konnte das halt irgendwie schnell hintragen und aufbauen und wusste ungefähr, wie es funktioniert. Und man kriegt da halt auch, also gerade in diesen Laboren, die wir haben, oder in dem einen ist halt der Ton super schwierig. Da war das schon selbst mit dem Ansteckmikrofon und so eine Herausforderung. Aber aber ansonsten. Aber, ja. Das ist sowas typisch Deutsches. Das ist doch der Sonderfall von dem Hauptfall, den wir da noch gar nicht geklärt haben. Das ist so, oh mein Gott, we have created a system. Ich weiß nicht, ob du den viralen we have created a system and we have to talk. And we have to call Franz. Franz, please say something. Yeah, I told you, this is the solution. I mean, guck euch den Clip an. Ich muss ihn jetzt nicht nachskizzen. Aber das ist doch genauso dieses, können wir uns bitte über 3 Sigma unterhalten? Und wenn dann die Presse kommt und wir im Labor filmen müssen und der Uni-Präsident noch eine Rede hält. Leute, es geht nicht. Es geht halt einfach nicht. Und dann, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so ein Strohmann-Argument. Wir nehmen den schwächsten Teil, ja, mobil. Aber dann könnte ich mir trotzdem, um mal was Konstruktives dazu zu sagen, dann investiert man auch da in einen, nicht einfach nur ein Stativ, was du jedes Mal auf- und abbauen musst und dir jedes Mal die Finger quetschst und dir jedes Mal denkst, warum bin ich hier? Ist mir schon öfter passiert. Sondern so eine Dolly, also die man bewegen kann. Darauf kommt das Stativ und da kommt mit einem Arm, also wie wir ihn jetzt auch benutzen, das Mikrofon plus eine Kamera, das Lavalier-Mic, also das Ansteckmikrofon. Da macht man sich auch einmal Gedanken drüber. Und dann rollst du das Ding, dann gibt es irgendwie günstige Hiwis, die tragen dir das Teil. Ja, es ist halt alles schwierig. So, du kannst mal ein bisschen runterscrollen. Ja, kann man wie viele Kameras hast du denn? So. Kameras, ja, Mikrofon. Lass mal Kamera-Showdown machen. Lass wie viele Kameras hast du? Also, was ich noch sagen will zu dieser dezidierten Raumproblematik an Hochschulen, ich glaube, diese Shared-Space-Geschichten, die funktionieren nicht. Also, die würden bei uns never ever funktionieren. Ja, aber warum denn nicht? Du hast ein Studio für eure Fakultät ist ja ein bisschen größer. Also, ihr habt ja mehr als einen Lehrstuhl an der Fakultät. Wie viele, einfach aus der Hüfte geschossen, wir können noch nachgucken, wie viele Lehrstühle hast du an der Fakultät? 25. Wow. Okay, das ist die falsche Antwort. Sagen wir mal, es sind 7, okay? Ja, also sagen wir mal, am Institut sind es 5. Okay, am Institut sind es 5. Dann teilen sich die 5 von mir aus noch mit irgendeiner Executive Training, wie auch immer, die teilen sich einen Raum. Der ist. No chance, no way, no. Warum denn nicht? Forever. Chat, könnt ihr mir sagen, warum nicht? Das die Zahnbürste. Du würdest eher die Zahnbürste mit dem Kollegen, der Kollegin teilen, als deine Lehre hineinschauen zu lassen. Ich verstehe es nicht. Materialien oder Sachen, die mit der Hochschullehre zusammenhängen, zu teilen. Das macht man einfach nicht. Ja, aber sharing is caring. Das ist nicht nur leere Worthülsen, das bedeutet was. Ja, das ist wieder so schön gesagt, Oliver Janoschka oder so, keine Ahnung, dass man eher über, man würde eher über, und das ist auch tatsächlich so, das ist absolut gut beobachtet, man würde eher über Hochschulgrenzen hinweg kooperieren und sich austauschen als innerhalb der eigenen Hochschule. Nein, ich will das nicht glauben. Ich will das nicht glauben. Das ist doch verrückt. In den Ingenieurwissenschaften ist es leider so, ich kann es aus eigener Erfahrung nicht reden. Von der eigenen Hochschule bestätigen. Also wir haben ja bei uns auch, wir haben ja auch im Institut auch jemanden, der hat auch ein ganz gutes Studio, hat echt ein super gutes Studio, vielleicht können wir den mal einladen, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Eine ganze Menge erzählen. Ich weiß nicht, ob er Lust drauf hat, weil er steht, glaube ich, eher lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Er stellt lieber Studierende vor die Kamera und er macht halt super gute Videos für uns für die Studienwerbung. Und er hat dafür auch ein tippitoppi Studio mit Kamera, Ton, Licht, Schallabsorbern, allem drum und dran. Aber dieses Studio
wird, glaube ich, nur, also das wurde halt mal finanziert und beschafft für die Studierenden Werbung, für das Studierenden-Marketing. Und ich kann mir nicht vorstellen, also es wäre nur komplett neu, dass dieses Full-Featured-Studio, was bestimmt auch einige K-Euro gekostet hat, dass das jemals für irgendeine Lehrveranstaltung genutzt wurde. Ja, aber das ist einfach, da träume ich heute Nacht schlecht von und heul mich in den Schlaf. Es ist halt wirklich, es ist wirklich zum Heulen, weil, sagen wir mal, das hat 5K gekostet. 5.000 Euro, das ist für ein Studio, das ist schon mid to early high-end, weil da kannst du auch einfach mal was Vernünftiges aufbauen und da das mit jedem Kabel, das du da legst, mit jedem Kabelkanal, mit jedem Zipper, den du da anlegst und es wird immer besser. Es macht auch immer mehr Spaß, damit zu arbeiten. Das Licht ist egal, ob da die 13. oder die 64. Person reinläuft. Vielleicht hast du noch sogar ein bisschen Stage-Setting, auch so eine Stage 1 oder so. Das macht Spaß. Also mir persönlich macht das nicht nur Spaß, sondern das sieht man auch, wenn man irgendwie mal so verschiedene Online-Shows sich anguckt, die auch immer besser werden. Da sind natürlich auch Profis. Sag mal, was kostet 5K? Dann kommen Studierende, sehen die Videos, die natürlich dann auch eine entsprechende Qualität haben, weil der Ton gut ist und weil da vielleicht auch Sachen eingeblendet wurden. Da wurde eine Grafikerin mal engagiert. Dann sehen die das und denken, boah, die haben's drauf. Nach Magdeburg muss ich. Dann kommen die nach Magdeburg und dann merken die, dass das alles ein Scam ist. Weil er halt irgendwie nur PowerPoint macht. Das geht doch nicht. Also ich will jetzt nicht Magdeburg trashen, das kurz darf, keine Frage. Aber das ist insgesamt, also ich habe ja auch mal in einem Video gesagt, ich hoffe, dass wir von diesen komischen Lehrpreisen wegkommen, wo dann irgendwie, das ist quasi wie so eine Klassensprecherwahl in der 6. Klasse, das macht halt der am meisten sich engagiert hat oder der irgendwie am beliebtesten ist. So habe ich bisherige Lehrpreise wahrgenommen. Nicht nur, aber auch, ja, schon klar. Aber also du erschaffst ja ein gewisses Bild bei, gerade in der Außenwerbung. Und dann kannst du halt überhaupt nicht liefern. Schade. Machen wir mal Kameravergleich. Also quasi weird flexes on the go. Ich habe 1, 2, 3 Kameras. Ohne interne Kameras, weil das sind keine Kameras. Das zählt nicht. Das ist Dreck. Sorry, das muss jetzt einfach sein. Gut. Aber die von meinem Surface ist ganz okay. Okay, aber die, ja, so. Der Weißabgleich ist etwas schwierig. Genau. Ich glaube, was zum Beispiel, fangen wir mal in der, ich meine, wir können in der untersten Kategorie anfangen, mit der man durchaus anfangen kann. Das ist so ein persönlicher Tick. Interne Kameras, das ist schon in Ordnung, könnte man machen. Aber der Weißabgleich, ja, da. Dann eins drüber sind kommen die Webcams. Und ich würde sagen, eine gute Webcam. Ich habe jetzt schon mit so 30-Euro-Modellen durchaus gute Erfahrungen gemacht. Ist okay. So. Ist ja, aber irgendwie. Nee, ich meine, im Prinzip, so wie es da steht, also diese C920 ist ja so das Logitech-Teil, was so irgendwie alle haben, das ist halt schon gut. Ne? Die da kriegst du halt nicht mehr. So, keine Chance. Das ist halt so als gute. Leute, kauft sie nicht. Zeigt, das ist so mein für das Arbeitspferd, das die Brot- und Butter-Webcam für so normale Videokonferenzen. Ja, ein aber. Nehme ich diese Brio, die da drunter steht. Ja, das Ding ist. Die macht dir kein 109-Euro-Bild. Sag ich dir ganz ehrlich. Das definitiv nicht. Nee. Also ich könnte sie jetzt einblenden, sie hängt da oben. Das ist viel zu, also ja, ist gut. Okay, Brio, ja. Die kostet aber noch mehr. No way. Leute, nee. Oh Gott. Nein. Nee, Leute. Die macht kein 250-Euro-Bild. Nee, aber die macht schon ein besseres Bild. Keine aber die Chance. Macht halt so wie, also wie die andere kein 100-Euro-Bild macht, macht die halt auch kein 200-Euro-Bild. Aber die macht auf jeden Fall ein besseres Bild. Und die macht schon, weil das ist ja Nein, das ist einfach Kundentäuschung. Das tut mir leid, aber Logitech, ich mag euch, aber was ist das denn? Das sind doch keine realistischen Bilder. Das wurde in Blender gerendert, so wie das aussieht. Ja. Und die kann auch keine Unschärfe. Die kann kein Bokeh. Nee, glaube ich nicht. Weiß nicht, das ist irgendwie nachgefeatured. Nee, das wurde mit so einer Spielreflex gemacht. Bitter, ey. Wenn wir vorhin meinen Stream geschaut haben mit der Blume im Hintergrund und dem bunten Bild und so, das ist ja. mit dieser Kamera aufgenommen, mit der Brio.
Und diese Streamcam da, die habe ich irgendwo in der Kiste. Also, genau. Das ist die Brio. Das ist die Brio. Aber da ist halt jetzt kein. Jetzt muss ich hier mal richtig mit der Bildschirmlupe ran. Ja, der Punkt, ja gut, da wird jetzt auch nicht viel passieren, das sind ja nur ein paar Pixelchen da, aber der Punkt ist halt, das ist ja bei mir zu Hause in meinem Schlafzimmer. Also ja das gut, klar, das war klar. Das war mit Licht und Softboxen und so, ich sitze da vor einer weißen Wand, die wird so ein bisschen vom Fensterchen angeleuchtet. Und hier ist Deckenlicht, das ist ja nicht der Tod eines jeden Streams. Genau. Ja, so, okay, machen wir hier mal auf Pause. Ja, das ist schon okay. Aber also auch da nochmal, angeblich kann die 4K. Nein, die kann keine 4K. Das ist, ich will nicht sagen, es ist sehr irreführend. Die skaliert vielleicht Pseudo-4K, aber richtig natives 4K auf so einem Sensor, no F chance. Und du sendest ja sowieso 720, also quasi ein Achtel davon. So ein kleines Teilchen davon. So. Ja, genau. Einfach hart nein. Okay, die Streamcam, die hast du aber nicht, oder? Die habe ich auch, aber die habe ich noch nie benutzt. Die will ich, wenn ich hier auf meinen, wenn ich, ich will ja, ich seit Wochen arbeite ich darauf hin, mir irgendwie einen freien Tag zu verschaffen. Sonntag. Gerne in meinem Büro hier anbauen. Und da habe ich mir ein nettes kleines Tischstativ von gekauft, auch von Valimax, dass ich mir sie dann so irgendwie im Idealfall zwischen die Monitore bauen kann. Was ist das denn für ein Bild? Da sind jetzt zwei, das ist doch, da sind, also, oh Gott, so viele Sachen. Da sind drei Bildschirme, die überhaupt nicht zueinander passen. Da ist ein von oben montiertes Blue-Mikrofon mit Micro-USB, was auch völlig overhyped ist. Ich hab's ja, und es ist dann nach 2 Jahren halt nicht mehr richtig intakt, muss ich leider sagen. Gut, Logitech G1 Matte, okay, das Headset kostet hier irgendwie ein bisschen mehr. Leute, ey, macht doch bitte richtige Werbefotos. Also. Ja, sie wollten halt zeigen, dass man die Kamera auf dem Monitor und auch auf dem Stativ. Ach so. Das wollten sie halt zeigen. Was kostet der Spaß? Ja, auch so ungefähr wie die Brio. Naja, ein bisschen. Nee, das ist ja quasi. Aber dafür kann sie halt nicht 4K, sondern nur Full HD. Ja, wenn die wenigstens Full HD richtig könnten, ne? Aber ja, also eine 10920, die irgendwie vor einem Jahr oder vor mittlerweile anderthalb Jahren irgendwie halb so viel gekostet hat, und das war fair, einfach weil die in millionenfach rausgefeuert haben, plus die da ist ungefähr so viel wie eine 4K. Es hat vor allem niemand, auch gerade zum Stream, es hat keiner die Internetverbindung, wo ist eigentlich unsere Musik hin? Das ist. Also ich mag ja irgendwie pfiffige Sachen, aber das ist halt einfach unrealistisch. Ja, und ich meine, wir haben ja auch eine Logitech Meetup. Also die kostet halt, also das ist halt so ein Videokonferenzsystem, das kostet halt also nochmal eine Größenordnung mehr, wie der Physiker sagen würde. Moment, aber jetzt dann 2,5 oder was? Ja. Und die macht, also die ist auch wirklich groß, also die hat bestimmt ein Objektiv, was so ist, so. Kann man das Objektiv abwechseln? Nee. Ja, aber das ist zum Beispiel aber so krass. Das ist so motorisch schwenkbar, ich meine, das ist ja so ein Videokonferenzsystem so für so Besprechungsräume. Ja, okay. Ja, und so eine, die macht halt, also da kann man, da hat man irgendwie so einen optischen Zoom. Wenn man da aber, jemand sitzt hinten im Raum und man zoomt so ran, dann sieht man da auch fiesen Pixelbrei. Also da passiert dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, aber ganz ehrlich, das Problem ist einfach, dass das ist dann so eine, ich glaube, PTZ Pan Tilt Zoom. Die hat keinen richtigen Zoom, die hat nur einen digitalen Zoom. Das heißt, das, was sie sieht, also da verschieben sich keine Linsen und keine konkaven und konvexen und amorphischen wirklich Gläser. Das ist, die zoomt da rein und guckt halt, dass sie irgendwelche Pixel findet und schmeißt die zusammen. Und auch da muss ich halt einfach sagen, dass wenn man sich jetzt nicht auskennt, und ich verstehe, dass man da auch jetzt irgendwie keinen Bock hat, den Samstag und den Sonntag irgendwie Warenkörbe zu vergleichen. Und am Ende bist du völlig frustriert und dann kaufst du das halt für 150 Euro. Das kann ich verstehen. Aber ich muss echt sagen, dass keiner dieser, also der Hype ist viel zu groß bei Webcams. Und je mehr ich davon sehe, desto mehr sage ich, entweder man sagt echt, ich stapel total tief, weiß aber gleich, ich sehe aus wie ein kleines Alien, ist mir egal. Dann kostet es aber nur 30 Euro.
Und wenn man eben doch sagt, okay, und das ist auch so ein Punkt, den ich noch machen will, oder Argument, vergleichen wir einfach mal, was wir für Reisekosten ausgeben, wenn besagte 7 Institute ihre Doktoranden und man soll auf Konferenzen fahren und fliegen und alles gut. Aber vergleichen wir einfach mal so ganz grob, was so Reisekosten und Spesen einfach per se kosten. Und wenn man dann davon 10% nimmt, wäre so meine sehr konservative Schätzung, dann kann man davon immer noch ein absolut geniales Studio einrichten, wo man sagt, okay, dann kauft man sich direkt irgendwie eine Spieloflex, hat auch einen Streaming-Rechner, das ist auch so ein ganz großes Ding, weil für 2000 Euro, der ist dann nicht mobil, aber es ist halt einfach ein Biest und der macht dir dann alles. Der schneidet und rendert dir die auch, der putzt auch für dich, ist egal, der kann dann alles. Und wenn man das dann, deswegen ist auch hier, die Technik ist weit genug und ansonsten ist es eine Geldfrage. Beziehungsweise eine nicht Geld-Wollen-Frage. Weil, ich weiß nicht, was würdest du schätzen, was zahlt so ein, was hat man an Reisekosten? Also ich meine, alleine Konferenz international, 1000 Euro der Flug, würde ich jetzt einfach mal sagen. Konferenz irgendwas ja, zwischen. Bin immer, was Hotels angeht, sehr sparsam und sehr pflegeleicht. Ja, kommt drauf an. Aber allein die Anmeldegebühr, irgendwie so 300 bis 800 Euro, je nach Konferenz. Es gibt ja durchaus Konferenzen, die schmücken sich damit, dass sie ein gewisses Buy-in haben. So. Und aber, das schön, ne? Ja, also wenn man mal, weiß ich, innerdeutsch ist man mit 500 Euro vielleicht ja, okay. dabei, europäisch gut, sagen wir vielleicht 1500 Euro ja. und international sagen wir vielleicht 2500 ja. Euro, so roundabout für Konferenz und dann ist das noch relativ gut und günstig gerechnet. Ja, okay. Krass. Stative, gut, das muss irgendwo ran. Das ist, glaube ich, am wenigsten kritisch. Aber man fängt halt auch irgendwann an, so irgendwie Halterungen für Stream Decks und so zu brauchen. Also hier, das Handy geht dann da rein und so. Damit fängt man, glaube ich, irgendwann an. Und was hast du hier? Oh, mein Frotto. Ja, das ist so Oha. Leute, Schnäppchen. Das ist ja. Ja, ich habe tatsächlich, ich meine es nicht gerade. Das ist echt gut, das ist halt super. Also, das ist jetzt wieder, das ist für den mobilen Einsatz, Henrik. Das kann man auch wohin tragen. Pass auf. Meine Kamera, und ich bin ja bekennender Canon-Jünger, steht auch gerade auf so einem Teil. Die sehen sich sogar erschreckend ähnlich. Sogar der Kugelkopf sieht sehr ähnlich aus. Das ist aber nicht mal von Manfrotto. Und das ging auch eher in die Richtung. Das ging sogar ziemlich genau in die Richtung. Ist auch, ich weiß nicht, ob das da ein Mondpreis ist, der recht steht oder so. Ich habe das, glaube ich, auch für eher so einen günstigen Preis bekommen. Ja. Und dafür ist das echt der Knaller. Also muss man halt sagen. Und das ist, es ist natürlich alles total fiddelig, das aufzubauen mit den 1000 Extensions da. Aber es ist halt sehr variabel und man kann das klein machen und groß machen. Und dieser Kugelkopf und ich benutze das total gerne, so für, wenn ich halt Experimente zeige. Und da habe ich noch ein bisschen was Größeres. Das ist halt auch ein bisschen schneller aufgebaut, weil das halt weniger Stative mit Kopfen. Okay. Uff. Nee, das ist. Nee, warte mal, das ist irgendwas Falsches verlinkt da. Das hat so 270. Also das ist irgendwas falsch. Das ist okay, falsch. Okay. Das ist so krass. Das ist so absurd. Ja, und da gibt es schon tolle Sachen. Also da kann man schon, du bist ja jetzt auch irgendwie weit entfernt. Boah, das ist ja krass. Kannst ja echt mit Kühe jagen. Also, warte mal, wo waren wir jetzt? Okay. So, jetzt kommen die Mikrofone. Okay, achso, ja, das Valimax würde ich mir gerne noch angucken, weil das habe ich auch. Das ist total fummelig, aber das das habe ich nicht. Das ist nee. Nett und süß und so, das kann man so. Nee, ich habe so ein Geigenstativ von Valimax. Die sind richtig, also würde ich jetzt auch irgendwie nicht mein Leben dran hängen, weil so viel halten die dann auch nicht aus, sagen wir es mal so. Aber eine Webcam auf jeden Fall, noch ein Mikrofon. Also ein leichtes Mikrofon. Ja, das ist nett. So, jetzt kommen die Mikrofone. Oh mein Gott. Also du könntest ja schon irgendwie Affiliate-Links mit. Wie viele Links sind das? Also 12 Links in einem Text. Was ist denn dein Favorit? Alle wollen immer, was kannst du empfehlen? Was ist dein Favorit? Dann fragst du so, was wollt ihr machen? Mein Favorit, wenn ich tatsächlich ehrlich bin, ist halt da oben dieses Ceramonic da, ein Lavalier-Ansteckmikrofon mit 2 Meter Kabel direkt auf USB. Wunderbar. Steckst du an jeden Rechner dran. Aha. Sofort.
Moment, sorry. Kann man sich halt hier ans Revers stecken, an den Hemdkragen und alles super. Das ist ja, 2 Meter. Hat das eine Abkopplung? Also hat das eine, wie heißt denn das? Also normalerweise am Lavalier ist nochmal eine Klemme, damit du die letzten 2 Zentimeter nicht Klopf- oder Kontaktgeräusche hast. Also weil wenn ich jetzt auch hier leicht gegen mein Mikrofon, Warning, dann hat das ja ein Eigengeräusch, das Klopfen wie in Wellen und so. Ja. Weil für $35, das ist viel zu günstig. Ich weiß nicht, das ist das, was ich sonst immer für unsere Streams benutzt habe. Also außer, weiß ich, ganz am Anfang, da habe ich halt diese Funkvariante davon benutzt von Samsung. Und das ist so das, was ich jetzt eigentlich immer allen empfehlen würde. Das klingt halt relativ natürlich. Und du kriegst es halt an jeden Rechner sofort ran und hast nicht irgendwie noch irgendein Audio-Interface und irgendwelche XLR und ja, krass. Also wo ich halt auch gewisse Vorteile sehe, aber funktioniert halt. So, und dann habe ich das mit Funk und halt so ein Privat, ja, Henrik, vom Wohnzimmer zur Arbeit ins Schlafzimmer oder was? Also. Ja, du, im Sommersemester hieß es, das Wintersemester wird Hybrid. Hybridlehre ist der neue heiße Scheiß. Du weißt, ich habe das Distracted Boyfriend Meme gepostet. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, nee, Hybrid, es ist doch so wie immer. Das eine wird angesagt, dann wird geguckt, dass man irgendwie das so macht und am Ende heißt es, wie kriegen wir jetzt unsere Klausuren digitalisiert? Lass mal komisch. Eine Handvoll Seiten schreiben. Komisch. Komisch, schon wieder Klausurenphase. Mann, das ist immer so, kommt immer so überraschend, wie der Winter. Ah. So, wie muss das erst sein, wenn man es, ja? Diese rote Mikrofone, also das etwas größere, dieses NT-USB, das ist das, was ich halt zu Hause für meinen Twitch-Stream benutze. Ach wie, das transportierst du dann nicht von zu Hause und Uni? Nee. Komisch. Nee. Woran das nur liegt, dass du das nicht ständig ab und aufbaust? Man braucht feste Setups. Ich meine, bei dir ist es auch nochmal so ein Sonderding, weil du halt wirklich in beiden, aber Leute, feste Setups. Source, trust me. Und das kostet? Just Music. 170, glaube ich. Roundabout. Just Music und guter aber Laden. Das ist glaube ich, echt gut. Also, das wird auch von einem empfohlen. Das benutzt MyLab. Das benutzt MyLab auch. Großartig. Ja, das haben auch meine Kinder haben sofort gesagt: Ah, das ist doch das Mikrofon, was alle bei YouTube nutzen. Wenn einfach die Kinder mehr Mikrofon-Skills haben. Geht das ja, Rode? Das fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Die haben alle so, ach, du hast jetzt auch ein Rode Mikrofon. Ah ja, das hat doch auch der und der. Und ich sage jetzt keinen Namen, aber ne, und ah ja, und so. Und das ist auch echt, muss man halt schon sagen. Also, ich, keine Ahnung, ich kannte die Firma auch erst, ich kannte sie schon vorher halt von diesen, weiß ich, H3, H5, H7, also von diesen Aufzeichnungsgeräten für Podcasts. Ja, okay. Kennst du die? Ja, diese. Ich weiß nicht, ja, diese Handheld-Dinger, wo man halt auf MP3 und unkomprimiert. Ach so, ja, okay. Ja. Die halt XLR-Buchsen oben haben und die haben halt auch 2 so Mikrofone oben drauf, die so in den Gegensatzrichtungen zeigen. Und die sind halt auch. Super ikonisch vom Design und das ist also. Rode ist tatsächlich einer der, ich glaube, es ist aus Australien oder Neuseeland. Der Gründer hat sich natürlich die letzten Jahre dumm und dämlich verdient und die sind halt ganz, ist halt schon ziemliche Qualität, aber doch noch in so einem gewissen Budgetpreis. Also selbst die teuren Mikrofone bei denen, die auch so Richtmikrofone, also was so, die man auch anstecken kann und das heißt, anstecken ist was anderes, aber die Mikrofone, die man zum Beispiel auch auf eine DSLR, also auf eine Spiegelreflex setzen würde und so, selbst die teuren sind so, ich glaube, die hören bei 400, 500 Euro auf. Und das ist schon was für ein einzelnes Mikrofon, nicht falsch verstehen. Das ist halt immer noch so der Konsumentenbereich. Also ein Mikrofon kann auch gerne 1.000 oder 2.000 Euro in Studioqualität kosten. Insofern ist, glaube ich, bei der Marke ist man da relativ gut aufgehoben. Genau. Ja, und heute nutze ich eben die Mini-Variante davon. Okay.
Und die kostet ein bisschen weniger. Boah, die sieht halt auch nichts aus, ne? Also das ist ja echt, da hättest du irgendwie so ein. Also die darf man echt nicht ins Bild halten. So. Ja, gut, Konrad. Ah, nee, Thoman, komm. Wenn schon ein Laden, dann. Ja, genau, da habe ich es auch bestellt. Ach, das ist ein wunderschöner Laden. So. Das ist natürlich auch ein richtiger Schnapp. Muss man einfach mal sagen. Ja, und da gibt es halt auch so ein kleines Stativchen dazu, aber ich glaube, da hat man nicht so wirklich wahnsinnig viel Freude dran, weil das so direkt auf dem Tisch steht, da mit diesem kleinen Gummifuß, der da ist. Es überträgt alles. Also Leute, es überträgt wirklich alles. Und ja, krass. Ich glaube, da ist jetzt dieses kopierbare Mikrofon. Genau, dieser da, genau so sieht der jetzt hier auch aus, ja. Kunden kauften auch. Ach, guck mal. Ah, nee, ist der billige. Aber ich habe natürlich den. Das ist halt auch krass. Da kostet der Arm fast das gleiche. So. Ich meine, irgendwie Arm da, noch ein Stativ. Von mir aus auch nochmal. Auch alles reduziert von mir aus. Die Grundversion, 300 Euro bist du los. Ja. Aber du hast Spaß, wenn du es auspackst, weil es alles gut verpackt ist. So groß ist es. Großartig. Sehr nutzerinnenfreundlich designt. Deswegen XLR-Stecker auf jeden Fall. Leute, wenn ihr XLR, habe ich super spät für mich entdeckt. The good stuff. Wo sind meine Alerts? Und auch da, das setzt man einmal auf und das willst du auch nicht mehr. Also von wegen Roadie vorhin und so, das willst du nicht mehr groß bewegen. Und du musst es halt auch nicht. Aber ich verstehe, dass ihr seid halt auch alle alleine auf euch alleine gestellt, klar. Und ich meine, jetzt reden wir, haben wir noch gar nicht darüber geredet, dass was passiert denn, wenn man das irgendwie nicht vorstrecken kann, will. Also, ja. Also, es verdient sich ja jetzt nicht jeder die absolut goldene Nase im Wissenschaftsbetrieb. So Breaking News, also ich wollte es mal gesagt haben. Ja. Oder was machen irgendwie inhaltlich engagierte Tutoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter? Es ist halt einfach kein Geld da. Oder soll kein Geld da sein, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, die Zeichentablets, das kannst du einfach niemandem erzählen, wie viele Zeichentablets du hast. Ah, ja, Pelicases. Wo ist denn dein Licht jetzt? Das kommt unten, da kommt irgendwo. Das Licht, Wichtigste Licht. Kommt da. Weil das ja. Auf diesen Link klicke ich nicht. Elgato.com ist bei mir gesperrt. Das ist das Apple unter den Streaming- oder Videoprodukten. Und die haben genau den gleichen komischen Login-Effekt. Ja, wobei so ein Greenscreen, der funktioniert ja für sich. Also der ist, glaube ich. Ja, das ist einer der. Ja. Aber ist der Greenscreen wirklich das Geld wert? Also jetzt mal zwischen dir und mir und dem Internet. Keine Ahnung, mir fehlt der Vergleich. Ich habe nie einen anderen gehabt und besessen. Content-Produzenten. What the fuck? Elgato. Ja, Henrik, ich bin ein Content-Produzent. Du bist ein ganz schöner Content-Creator, du. Innerhalb von Sekunden. Ja, das hat bei dir deutlich länger gedauert. Also so dieses deutlich. Package, wo du es aufmachst und hinstellst und hochziehst und runterschiebst und so, das ist schon. Das haben sie schon nett gemacht. Ja. Oder man macht es halt richtig, knallt ihn an die Wand. Ich rede immer über ein richtiges Studio, deswegen. Also ich will vor allem immer das aufmachen. Genau. Ja, ja. Also das ist jetzt auch noch für das Büro-Setting. Ich in dem Büro, in dem ich sonst irgendwie arbeite und mache und tue, habe ich nebenbei ein kleines Studio, in dem ich mal irgendwie die eine oder andere Lehrveranstaltung oder einen netten Videopodcast mache. Dafür ist es natürlich super. Ich ziehe den hoch, ich ziehe dich runter, ich stelle ihn auf meine Kommode, auf mein Sideboard. Und dann steht er da halt 3 Wochen rum, bis ich ihn wieder aufbaue. Und, ja, absolut. Aber du zahlst ein Premium auf dieses Mobile, dann benutzt du das Mobile nicht. Und ich meine, es sieht ja immer so riesig aus. Klar, das ist hier schön mit dem Weitwinkelobjektiv. Das sieht 1,80 Meter. Das ist 90 Zentimeter oder so. Da kann eine Person stehen. Und die öffnet nicht groß ihre Arme, weil sonst sind die Hände abgeschnitten. Also, ja. Und ich finde es halt immer so.
Also ist das wirklich sozusagen ja, das Beste, was man bekommen könnte für den Preis? Grüne Farbe und streich eine Wand grün, bist du natürlich irgendwie besser dabei. Ja, musst du noch ein bisschen schauen, dass du die irgendwie ganz nett ausgeleuchtet bekommst. Aber das muss ja eh. Das muss ja eh. Also die haben ja, die haben ja jetzt kein besseres Grün als ein grünes, ja, Farbe oder Karton. Also Kartonage. Also ich sage nur grünes Handtuch. Ja, aber selbst ein grünes Handtuch hat ja funktioniert. Das hat super funktioniert. Also, und das war ja das wirklich war so ein... Ich bräuchte noch ein größeres Handtuch, aber das grüne Handtuch hat super funktioniert. Das war ja auch... Und vor allem, es war ja auch so ein dunkelblau-grün. Also, das hat gerade noch so den Ja, aber grün. Das kann man ja, die Chroma-Key-Farbe kann man ja in Zoom auch einstellen. Ja. Sagt man jetzt hier, wahrscheinlich würde auch... Aber das Elgato Green ist halt nicht grüner auf der anderen... Das ist einfach grün, so. Und klar, the diese... is always greener on the other side. Ja, aber nicht bei der Firma mit E. Nee, das... Da könnte ich ja echt einfach aus dem Stand ranten. Gut. Ist das der Kollege hier? Ich weiß gar nicht, ob wir Namen zeigen dürfen. Klar können wir zeigen. Nee, das ist der ist das andere Mikrofon, der das andere Studio hat, ist noch ein anderer Kollege. Okay. Das wäre schon spannend. Also, ja. Weil ich meine, also wir könnten jetzt auch noch andere durchgehen, auch wenn ich die Streamer, die ich mir bisher angeguckt habe, die da merkt man jetzt, da sind die Amerikaner sind mal wieder weiter. Da hat er auch Lehrer einfach anderer, ich will nicht sagen Stellenwert, aber ein anderes. Die haben teilweise Trimester, dann viel mehr gezahlt, die haben ein anderes leicht anderes System. Aber da macht auch langsam so mehr so die XLR-Mikrofonrunde die Runde. Und während wir jetzt so langsam über Untertitel oder wollen wir überhaupt mal reden, sind die sozusagen irgendwie in der dritten Meta, in der vierten Runde, um zu sagen, okay, brauchen wir 30 oder 60 Bilder pro Sekunde? Nee, wir wollen jetzt auch ein bisschen mehr Daten sparen. Wollen wir Mikrofon andere machen? Die ersten machen jetzt sozusagen Channel Trailer. Und das geht nur, wenn man sie mal, ich sag jetzt mal ganz böse, wenn ich gar nicht auf dich bezogen, aus dem Quark kommt und sagt, okay, das ist das Setup dann so. Ich meine, wir haben ja irgendwie alle noch ein Privatleben und sind jetzt nicht nur die ganze Zeit in Sprechstunden unterwegs. Und ich glaube, das geht nur, wenn man mal eine Einstellung, einen Haken dran gehabt hat. Und dann kann man, glaube ich, erst den nächsten Schritt machen und sagen, okay, was ist mal mit einem Logo? Und ich kann auch verstehen, dass da nicht jeder so eine komplette YouTube-Reise draus machen will. Das völlig akkord. Aber oft kommen dann ja so einzelne Puzzlestücke erst zusammen. Und was mir oft auffällt, letzter Gedanke dazu, das ist eine Lüge, weißt du, aber letzter Gedanke, dass man, wenn man ein fertiges Projekt oder einen Kanal oder auch eine Uni sieht, die das hat, das sind oft private Unis, wenn ich ehrlich bin, dann sagt man so, boah, ja, aber die haben ja so voll viel investiert und die haben sich da schon voll lange mit beschäftigt. Ja, aber deswegen muss man sich ja, also irgendwann muss man halt anfangen und auch das kam ja nicht von ungefähr, weil das ganze alte Material hat man dann wahrscheinlich einfach schon gelöscht. Ja. Wo wir nochmal gerade bei den Kameras sind, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten uns auch mal drüber unterhalten oder beide dieses Video gesehen von dieser Filmhochschule, die da auch ihr Setting vorgestellt hat mit, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Und die haben halt gesagt, ja, nein, USB darf man überhaupt gar nicht verwenden, das ist weil der USB-Bus, der liefert halt keine konstante Datenrate und dann kann man nicht am Ende sicher sagen, dass das wirklich exakt 30 Bilder pro Sekunde waren, das können auch mal 29,5 oder 31 oder so gewesen sein. Und ja, ja, und so what? Dann sind es halt nur 29 Bilder, aber was also kommt denn? Ihr seht es gerade hier oben, Matthias streamt irgendwas so mit 60, 64, 63, das ist das Problem. Also dein Auge kann das eh nicht. Das ist viel zu träge, außerdem hänge ich ja nicht unten auf deinem Bild. Ja, die Filmhochschule, die hatten schon. Das ging absolut in die richtige Richtung, so wie ich das auch immer mit Studio meine. Ich glaube. Diese Titelleiste mit Hey Loki, guck mal, so sieht's bei uns aus. Das Framing war einfach, das hat einfach nicht gepasst, weil da saß ja auch jemand dabei und in der ersten Szene sieht man direkt zwei MacBooks. Alles klar, Bibbidi Bobbidi, I'm out of here. Also, ja. Und ich meine, Filmhochschule ist halt auch noch mal, also da sag's ja selbst ich, okay, das ist ja ein gewisses Selbstbild sozusagen. Aber ich meine, du hast ja auch, aber viel, viel interessanter ist, dass du irgendwie keine Drop Frames hast und das ist auch alles so Technik, nitty gritty, das macht Twitch alles für einen. So. Ja.
Naja, schauen wir mal, was das neue Semester bringt. Ob Hybride, also ich bin da ganz bei dir, wo wir nochmal auf den hybriden Lehrformaten rumbashen, dass die eigentlich keinen Sinn machen. Ich glaube auch tatsächlich, dass geht das doch. Also kennst du das Video, was Lavinia mal geteilt hat bei Twitter, wo ich auch irgendwie länger drauf geantwortet habe, wo so ein amerikanischer Prof in so einem, ich würde sagen, Seminarraum sitzt und da sitzen an so Tischen einzelnen Studis, so in so 3 Meter Corona-konform Abständen und die anderen sind so mit so Monitoren zugeschaltet und dann moderiert er halt so eine Gruppenarbeit für die Leute im Raum und für die Leute in Zoom und die dann in, und das, du siehst halt, das ist alles total skriptet und die Leute, die dann im Raum sitzen, haben alle Masken auf und schreien sich dann über diese 3 Meter Abstände, in die sie sitzen, in ihren Masken. Das ist so traurig. Ich meine, es wäre witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Es ist halt, und es ist halt, also auf so vielen, kann man das bestimmt so machen, aber eigentlich auch nicht. Also was hat das für Vorteil gegenüber, es machen einfach alle komplett digital. Ja, und ich meine, ich glaube, wenn man auch mal irgendwann die Pandemie rum ist, munkelt man weiß es nicht, dann kann man wahrscheinlich trotzdem darüber nachdenken, ob das integriert hybrid ist. Ich weiß nicht, mir fehlt ja auch einfach das Adjektiv. Also vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen falsch gepolt, aber hybrid, so, ich meine, gehen wir mal zum Auto, das kannst, weißt du wahrscheinlich auch schon wieder besser. Da benutzt man auch nicht beides zeitgleich. Ich benutze für den einen Vorgang den elektrischen und dann stelle ich, wenn mein Tank leer ist, da sind 2 Motoren drin, okay, aber die Kurbelwelle kann nur von einem Motor zu einem Zeitpunkt angetrieben werden. Ja, oder? Weiß ich nicht. Naja, nee, es gibt schon so Hybridkonzepte, Series und Parallel und so, wo man schon so boosten kann und man kann beide Motoren gleichzeitig betreiben, um zum Beispiel beim Ampelsprint nochmal irgendwie schneller voranzukommen als die anderen, aber okay, ja. Ich glaube, also ich weiß nicht, Jöran oder so hat da halt das so schön getwittert, als These, dass ja in jedes Setting irgendwie eigentlich immer hybrid ist, weil man ist immer irgendwo physikalisch und mittlerweile ist man aber auch mit einem digitalen Endgerät auch immer irgendwo online unterwegs. Ja, ja, okay, fair, das stimmt. Beides im Prinzip irgendwie jederzeit gleichzeitig nutzen. Worauf ich jetzt Bock habe im Sommersemester, auch einfach, um das auszuprobieren, auch um Erfahrung zu sammeln. Also ich muss sagen, ich hatte im letzten Sommersemester auch Bock auf das Hybrid. Also deswegen habe ich mir... Genau dreimal hattest du da Bock drauf. Ja, genau. Also eigentlich hat es mich nach dem ersten Mal schon genervt. Naja, nee, vielleicht nach dem zweiten Mal, nach dem dritten Mal war es noch okay, aber ich war dann auch froh, als es vorbei war. Aber ich meine, im Sommer hatte ich irgendwie Bock drauf und dann habe ich mir diese ganzen Funkmikrofone gekauft zum Beispiel, weil ich so das Gefühl hatte, wenn das so losgeht, brauchst du irgendwie ein gutes Mikrofon und dann brauchst du nicht wieder dann loslaufen, eins zu kaufen, wenn alle eins kaufen, sondern hast eins, du weißt, wie es funktioniert, du hast dich schon mal damit eingerichtet und das läuft irgendwie und du kannst auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und wir haben ja auch ein paar Workshops zwischendurch gemacht, wo wir das halt mal im kleineren Kolleginnenkreis irgendwie schon mal ausprobiert haben, wie man sowas machen kann. Und also ich sag mal so, auch wieder mit irgendwie 5 Lehrpersonen im Raum und 5 oder 2 oder 3 oder so per Zoom, das funktioniert ja auch eigentlich super gut. Ich glaube so dieses... Ja, ganz kurz. Und jetzt, bald den Gedanken. Und jetzt zeigen wir die Schulklasse, die aus 10 Leuten besteht. Genau, ja. Und mach es aber mit 15 Leuten im Raum und 15 Leuten in Zoom, no chance, no way, no how. Oder mach es halt mit irgendwie 40 Leuten im Hörsaal und 70 in Zoom. Dann ist der Drops eigentlich auch gelutscht. Und ich meine, im Sommer waren ja die Verhältnisse auch noch so, dass wir gesagt haben, wir saßen dann auch alle Massen. Ich meine, man hatte alle Fenster ausgerissen oder man saß so halt draußen bei den Hybrid-Lehrveranstaltungen war es ja so, die Studis saßen von mir absurd weit weg in einem Hörsaal, alle in maximal großen Abständen zueinander, hatten alle so eine Maske auf, man konnte ihnen eh nicht ins Gesicht gucken. Ja. Also das war, ne, und dann musste man diesen albernen Check-in und Check-out und QR-Code hier und scannen und Eingang im Hörsaal und Ausgang und die Leute durften sich ja nicht entgegenlaufen und so, was ja auch alles total berechtigt ist, will ich ja auch nicht absprechen, ne, aber so. Und worauf ich jetzt im Sommersemester Bock hätte,
Ja. Einfach um es eben auch auszuprobieren und vielleicht dann auch nach 3 Wochen wieder festzustellen, nee. Aber worauf ich Bock hätte, wären Lehrveranstaltungen draußen. Also man nimmt irgendwie einen Flipchart oder eine Tafel, die gern auch sozusagen analog ist, weil draußen hast du halt das Problem Licht. Ja, yeah, klar. Du wirst keinen Monitor sehen. Und draußen hast du auch das Problem Strom. Also. Ja, so genau. Nimmst halt irgendwie einen Laptop, der schon ein bisschen Akkulaufzeit hat, guckst, dass du irgendwie draußen an der Stelle sitzt, wo du WLAN hast, dass du halt eine Kamera hast, die das irgendwie so ein bisschen abfilmt. Also, dass man das auch wieder so semi-streamen könnte. Ja, also, dass Leute da auch per Internet dran teilhaben könnten. Ton ist kein Problem. So, und dann haben natürlich die Studis, die dann da draußen mit vor Ort sind, wenn die in gewissen Abständen voneinander sich irgendwo positionieren, hinsetzen, auf die Wiese, was auch immer, dann will man natürlich nicht beliebig laut schreien. Und das heißt, man müsste das halt nur das Audiosignal irgendwie live streamen, wobei es dazu wohl eine App gibt, die das halt macht, die sogar in Magdeburg von irgendeinem Startup, dessen Name mir aktuell entfallen ist. Da musst du echt gegen Latenz ankämpfen, ne? Weil sonst, die sehen ja, wie sich in der echten Welt, weil ihr draußen seid, sich dein Mund bewegt. Ich glaube, das kann einen ganz schönen Brain Crash geben, wenn das auch wenn es mal leckt. Schauen wir mal. Also, wow, okay, spannend. Sie ist angeblich dafür entwickelt, oder sie ist nicht angeblich, sie ist wohl dafür entwickelt worden, Sportveranstaltungen live zu kommentieren. Und ich meine, bei Sportveranstaltungen ist es ja auch so allzu viel Delay kann man sich da halt auch nicht erlauben. Und diese Firma hat das mal irgendwie, ist mal an die Uni auch schon vor Corona herangetreten, hat gesagt, das wäre auch wieder was. Ne? Es macht nicht viel Aufwand und es würde die Barrierefreiheit erhöhen, weil ihr eben in den Hörsälen wirklich jedem und überall, egal wo die Leute sitzen, ein optimales Audioerlebnis in beliebiger Lautstärke über Kopfhörer, über die Geräte zur Verfügung stellen könnt. Und das ist was ich mir vorstellen kann, was man mal ausprobieren könnte. Man macht eine Lehrveranstaltung draußen auf der grünen Wiese, wo zumindest viel, viel, viel Luftaustausch stattfindet. Und ich meine, allein schon wegen Simultanübersetzung muss es so Lösungen geben. Also wenn wirklich gerade live Leute reden und das muss also ohne oder fast gar keine Latenz. Die Frage ist wirklich, wie groß ist die Tafel, die du da hast? Ich meine, mehr als 12 Leute kriegst du da ja auch nicht drum rum, ne? Also vor allem, wenn dann irgendwie noch ein Stativ, dann teilst du dich am besten. Also irgendwie so Halbkreis stelle ich mir vor, in der Mitte das Stativ, weil wenn da irgendwie doch noch ein Nacken im Gesicht ist vor der Tafel, dann musst du irgendwie wieder Datenschutzblätter einsammeln. Willst du nicht. Aber das Konzept ist ziemlich spannend, weil es so der Versuch ist, das, was man persönlich kann und will, mal wieder reinzuholen. Und das Spannende wäre halt auch zu schauen, wie viele Leute dann halt kommen. Ne? Also ich meine, bei den hybriden Settings, da war es ja so, dass ich versucht habe, den Leuten im Raum wie auch den Leuten in Zoom irgendwie das gleiche Erlebnis zu bieten. Und also die Leute, die in den Raum gekommen sind, die sind ja halt immer weniger geworden über die 3R-Veranstaltungen. Ja, weil man halt festgestellt hat, warum soll ich mir das da anschauen und antun? Ich sitze da in so einem riesen Raum, die anderen sind eben beliebig weit von mir weg und haben alle Masken auf. Ja, vor allem nicht persönlich nehmen, das liegt vor allem auch am Anfahrtsweg. Je länger und je näher die Leute dran wohnen, desto öfter kommen sie noch und irgendwann geht es auch, wann muss ich aufstehen? Du hast ja auch so komische 37-Veranstaltungen. Also, das darf man tatsächlich persönlich nehmen. Das gleiche Muster hatten wir auch, nur halt aus Studierendensicht, weil selbst gute Lehre ist dann. Ja, gerade wenn es auch um 9 losgeht und du nicht um 8 in der Bahn sitzen musst. Ja, nehme ich. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das würde ich gerne im kommenden Sommersemester ausprobieren. Ich glaube, die Technik dafür, da wäre mein Mobil. Du hast, glaube ich, deutlich zu wenig Kameras, du hast kaum Mikros. Sonnenlicht ist, weiß ich nicht, hast du ein Abo? Also, ich glaube, du bist völlig overprepped. Das ist ein Problem. Also, das ist da. Ja. Ein Pavillon oder so ein Zelt oder so. Pavillon, ihr habt Schmerzen in Magdeburg, nicht mehr normal. Ein Pavillon. Vielleicht noch ein paar Schnittchen und dann. Die Frage ist, wird es erlaubt sein?
Und wenn das ja, wie lange? Ist herauszufinden. Wie machen wir Lehre und wenn ja, wie lange? Schauen wir mal. Ja. Ja, aber ja, also genaueres später. Schau mal, ich kann ja mal ein Hygienekonzept schreiben und zur Begutachtung einreichen. Okay, und das kriegst du dann irgendwie wann bestätigt? Nein, ja, nee, das kommt darauf an, wo man es einreicht, an welcher Stelle, aber es. Du kannst schneller geht als unsere Fernprüfungsverordnung. Du kannst schon Reiseanträge online einreichen. Wann ist denn mal genug? Wann sind wir denn jetzt mal digitalisiert? Muss doch jetzt mal reichen, Matthias. Also ich. Ja, man weiß es nicht. Ich glaube, das kommt. Also über dieses Teaching under Fresh Air kann man. Sollten wir auf jeden Fall noch mal reden. Vor allem, wenn es dann. Ich glaube, das ist auch interessant, was für andere vielleicht, wie man einfach. Also ich finde ja Signalketten ultra faszinierend und das ist wirklich so ein Ding, wo man sagt, Laptop, HDMI. Ja, ich frage mich zum Beispiel, ob die, also man könnte sich jetzt so überlegen, ob man halt da ein battery-powered WLAN-Access-Point hinstellt und die Leute, wenn sie halt dieses Audio streamen auf ihr digitales Endgerät, überhaupt gar nicht das über das Internet machen, sondern einfach über ein lokales WLAN, über das man sich halt irgendwie über einen QR-Code einwählt. Ja? Was aber vermutlich den Nachteil hätte, dass, wenn die Leute dann in diesem lokalen WLAN eingewählt sind, nicht mehr ins Internet können. Das vermutlich so ein bisschen. Naja, mal schauen. Also, aber wenn man das jetzt irgendwo auf dem Campus macht, wo halt eine ganz gute WLAN-Anbindung ist oder man halt irgendwie, ich würde es am liebsten eigentlich so in einem Park machen. Warte, du bist weg. Moment. Nee, noch nicht da. Nein, wir müssen nochmal, eine tolle Grill. Wir müssen nochmal zum Park springen. Sag mir. Wir müssen nochmal zum Park. Ich würde am liebsten im Park. Also wer mal nach Magdeburg kommt, sollte sich unbedingt den Nordpark anschauen. Es ist kein wahnsinnig schöner Park. Es war früher mal ein Friedhof. Okay. Aber er ist halt direkt neben dem Campus der Uni. Und das Problem ist eben. Wie passend. Ach, Grüße gehen raus nach Magdeburg. Wie passend, dass neben der Uni ein Friedhof liegt. Aber es gibt doch einen WLAN. So, das heißt, wir bräuchten. Ja, auch das passt. Vielleicht wäre das ein Shoutout an unser Rechenzentrum, was uns schon vieles ermöglicht hat im letzten Semester. Bitte, bitte, liebes Rechenzentrum, baut uns doch einige mobile WLAN-Access-Points mit Glasfaseranbindung im Backend. Nein, baut einfach ein Studio. Nix mobil und draußen. Sodass wir dem Nordpark hybride Lehrveranstaltung aus. Und wir auf den Punkt, den ich noch machen will, und dann machen wir Schluss für heute. Okay. Wir brauchen ein Hashtag dafür. Oder wir brauchen so wie Hybridlehre. Ja, ja, ja. Ja. Wenn man Lehrveranstaltungen aus dem Park. Parklehre. Ja, also das wäre auch. Naturverbunden lernen. Ja, wenn uns jetzt jemand zuschaut, noch. Nee, aber egal. Denkt mal drüber nach, wenn ihr heute abends schlaflos im Bett liegt und über die vielen Vorschläge grübelt. Wie könnte man das nennen? Weil es muss natürlich so einen kurzen, schmissigen Begriff geben, ne? So was Hashtag-mäßiges, wo man so. Weil Lehrveranstaltung aus dem Park ist ein bisschen lang und unsexy. Nee, es gibt ja Rock im Park oder Rock am Ring und Rock im Park. Und dann gibt es ja Lernen im Park. Das ist schon fast. Teach im Park. Gerade wegen Friedhof? Perfekt. Wegen Magdeburg. Ich glaube, wenn das irgendwann möglich ist, ich glaube, dann komme ich mal mit Zeug. Und dann machen wir mal eine On-Ding-Stream. Und ich glaube, und wenn ich dein Studio persönlich aufsetzen muss. Irgendwie so. Ich glaube, wenn das irgendwann möglich ist, ich glaube, Magdeburg, Berlin, munkelt man, ist ja auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Der Regionalexpress 1 soll jetzt auch immer viel pünktlicher fahren. Okay, also IC, passt. Und dann, ich weiß nur nicht, ob der in Magdeburg IC hält. Gibt's nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt kein IC. Ich glaube, ich muss mit dem Regionalexpress fahren. Magdeburg ist bahntechnisch ungefähr so gut angebunden. Heute war hart. Logi-Capture, ja. Web-Captioner, nicht im Browser. Brio, Regionalbahn, DSL. Leute, das ist ein Bingo.
Ganz großer, ganz großes Tennis. Wir machen mit Sicherheit weiter. Und nochmal, weil das war ein Byte. Und ja. Ich freue mich auch darauf, bald wieder von meinem Balkon aus Online-Veranstaltungen bestreiten zu können. Ach, dieser Streberbalkon, ja. Sehr entgegensehne. Das stimmt wohl. Ja, ich freue mich von genau dem Platz, wo ich hier sitze. Oder irgendwann vom Learning Studio. Ich kann es gerade noch mal. Nee, ich mache es wieder auf Twitter. Learning Studio kommt langsam, so mit Hintergrund und so. Und dann kann man da mal die nächsten Videos kommen. Und genau, bei dir auch auf dem Kanal. Und Lehre sowieso, die muss irgendwann anfangen. Egal, ob man das Studio bereit hat oder nicht. Zwinker-Smiley. Ja, hat mich gefreut. War wieder gut. War wieder komplett ungeskriptet. Und wir haben auch nur 2 Stunden geredet. Also gerade so. Nur kurzer Stream sozusagen. Ja, das war Bits and Bytes haben wir das genannt. Ich muss mal gucken, ob der irgendwie copyrighted ist. Nicht, dass wir irgendwann Ärger kriegen, wenn wir so voll durch die Strecke stehen. Ich glaube, das, ja, Annabelle Bills hat, glaube ich, so einen ähnlichen Twitter-Hash oder Twitter-Handle. Boah, schlecht. Bits and Bytes. Dann sind wir Bits and Bytes unterstrich. Kein Problem. Grüße gehen raus an unterstrich Mediendidaktik und den anderen Account. Unterstrich Club Mint. Club Mint, ja, okay. Ja, gut. Bevor wir es jetzt richtig ungelenk machen, naja. Mein Name ist Hannes Steinbeck, ich und Dr. Matthias Mandowski machen dieses Gespräch, nicht genau dieses Gespräch, aber so eine Art Gespräch öfter mit digitalem Hintergrund oder auch mal nicht. Das war's von der Woche. Noch ein High Five. Achtung, ja, du bist abgeschnitten. Damn. So, okay. So ein bisschen wie bei Böhmermann und seinem Gast letztens. Ich mache jetzt wirklich Schluss. Ich roll noch das Intro und gute Out. Bis zum nächsten Mal. Das Intro ist ein bisschen lauter. Es geht los. Bye, bye. Ciao, ciao.